Ja, also mal gerade mal hallo, mein Schatz. Und ich freue mich sehr darauf. Also, wie gesagt, meine Buttels, wie gesagt, es ist noch eine Demo. So, genau, die Stories, ihr werdet es merken, worum es in der Story geht. So, und Shishibali, du kommst mit, weil dein neuer Job beginnt hier. So, also, meine Buttels, schön, dass ihr da seid. Lasst euch küssen. Und auch der Magramo wird geküsst. Okay, also Epileptiker, Vorsicht, weil das Spiel ist für Epileptiker. Bum, bum, bum. Ne? Ja, es sind ein paar Warnungen, ein bisschen Blut, Tod, Leichen, Epilepsie und so, ne? Aber ja, gut. Ich bin ready, Island verkloppen. Antonia nimmt das Katana mit. Und hallo King Devil, mein Schatz, wie geht's dir? So. Das übliche Ketzer, du kennst es eh schon. Oh! Difficulty. Oh, es gibt ein Schwich jetzt gerade. Okay, also. Supercute Chordosia. Okay, this game mode is designed for players who want to enjoy the atmosphere. Also das ist so der leicht mittelschwer. Komm, wir machen mittel. Wir machen nicht zu schwer. Wir wollen niemandem was beweisen. Na, schwer ohne erst kannst du selber holen. Das Spiel machst du das aber. Im Stream ist es immer besser mittel. Schwer ist dann so, du. Der Chat hat keinen Spaß, wenn ich 3 Stunden am selben Ort hänge. Das ist auch für den Chat nicht lustig, ne? So. So, hoffe ich mal. Mittel, Minerva, meine Hübsche. Lass dich küssen. Wie geht's dir? Leicht. Bin unter der Decke und Kerzen brennen. Hör, kann losgehen. Purple Pinsel. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Vielen Dank. Es ging zu doof, aber es bedeutet mir irrsinnig viel, dass Leute wirklich heimkommen und sich auf den Stream freuen und sich auf so einen Horrortag mit mir freuen. Das ging doof. Es ist jeden Dienstag, aber es ist irgendwie was Besonderes immer wieder für mich, weil ich sitze den ganzen Tag daheim und dann freuen sich Leute, dass ich live gehe. Das ist so surreal, weil ich kenne mich ja. Ich bin den ganzen Tag daheim. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand sich freut. Also, weil ich mich ja kenne. Ich bin den ganzen Tag um mich rum. Und dann, weißt du, und dann, ja. Freut mich. Vielen Dank. Es ist schön, wenn Leute so ein Event ausmachen. Vielen Dank. Hi, mein Schatz. Auch danke dir nochmal. Ja. So. Artemis, mein Hübschen, lass dich küssen. So. Ich freue mich immer. Toni, ich freue mich auch immer auf euch. So. Gut, wir gehen auf Mittel. Das war ich, meine Süße. Und Lucky Entertainment. Und hallo. Chain, mit dir ist immer Shane. Und Metal Fan Lucas kenne ich auch schon. Ich kenne. Nun, wir gehen was essen. Ach nee, wir sind gerade im Intro. While sighting in Hungary have been scarce, with only a few reported cases, an overwhelming majority of this have been concerned specifically. As a Hungarian, I've always found it intriguing how little is known about this region of a country with only a few small villages scattered. Da, da, da. The story served. Ich kann live übersetzen. Ich dachte, der Text verschwindet. Kratini, was machst du denn? Danke für 50 Euro, du Verrückte nochmal! Dankeschön! Für den kreativen Text hier bitte einfügen. Danke, meine Hübsche. Vielen Dank, Neil. Dankeschön noch einmal. Danke dir, meine Hübsche. Dankeschön. Warte, ich will übersetzen. Ich versuch's zu übersetzen. Ne? Vielen Dank. Dankeschön. Also, auch wenn, also so wie ich's verstehe, ne? Auch wenn UFO-Sichtungen in Ungarn immer sehr selten sind und es nur ein paar Reportings gibt, also ein paar Reports, und 90%, und 90% in der Specific Remote Rural Area. Ich glaube, ich will damit sagen, es gab in Ungarn sehr wenig Reports, also UFO-Sichtungen, aber die, was gab, waren halt immer sehr interessant. Und als einen ungarischen Bürger fand ich es immer sehr interessant, wie viele unbekannte Sachen es in meiner Region und über mein Land und sowas gibt. Auch wenn es da so einzelne Dörfer gibt und die man aber alle nicht kennt und deren Geschichte mal an nicht kennt, so würde ich zumindest übersetzen. The story served as a primary inspiration. Die Story von dem Spiel geht wurde davon inspiriert, na, dass man so ein bisschen so Dörfer und ein bisschen Geheimnisse und so. Na, das ist irgendwie so. Hallo Checkpoint, hallo mein Schatz, Zuckerlady, danke für 10 Euro. Ich freue mich jedes Mal auf die Streams mit dem Snick. Oh, Zuckerlady und Dragetit. Dankeschön euch. Na, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, Zuckerlady, schön, dass du da bist. Okay, also es geht so ein bisschen zum Urban Legends Dorf, Alien-Sichtungen und ja. Kann man fragen, ob du mal einen Sportstream machen würdest? Ich würde es ja gerne. Aber ich wüsste noch nicht wie, aber ich würde es ja gerne. Ich würde es ja gerne. Ich glaube aber, da würden nicht viel zuschauen. Keine Ahnung. Oder vielleicht doch, aber nur wenn ich ganz viel schwitze. Nee, keine Ahnung. Aber es wäre eine coole Idee. So, wir gehen mal weiter. Aber es ist eine gute Idee, Schaman. Also finde ich irgendwie cool. So. Ich glaube, das ist doch ein UFO schon. Das ist doch ein UFO schon. Hallo, Checkpoint. Das ist doch schon ein UFO, oder?
Das ist auch ein Rufen schon, das ist... Ich liebe Alien-Spiele. Hab richtig Angst bei The Forest. Wir haben gerade begonnen, 10 Minuten am Balu. Oh, das war nur die Deckenleuchte. Ah, hallo, komm, Bus mit Schatz. Ja, es gibt viel zu wenig Alien, gute Alien-Spiele. Viel zu wenig. Och, da bin ich doch beim Chat daheim aufgewacht. So sieht's doch bei euch auch aus. Lügst mich doch nicht an. Das ist doch beim Herrn Schafi daheim. Und bei der Jasmin. Und bei der Iradani. Und bei der Bonselurks. Genauso sieht's doch aus. Macht's mir nichts vor. Schudinator. Jane. Hey, ist aber geil. Das ist von einer Person gemacht, das Spiel. Oh! So sieht's bei der Jasmin aus. Frechheit. Hallo Caroline, meine Hübsche. Und hallo Snowdance und Blonsenur. Hallo Rosone Kiri. Wir haben uns noch nichts verpasst. Wir sind aufgewacht und jetzt torkeln wir gerade durch die Wohnung. Du hast mich erwischt. Senderin, danke für 13 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Oh. Ich springe aber jetzt nicht runter, oder? Aus dem Fenster. Bisschen aufgeräumt ist es schon bei mir, aber nicht sonderlich viel. Oh. Oh. Nicht springen. Oh. Das ist schon hoch. Also die wohnt auch im fünften Stock. Oh, oh. Nein! Nicht besser als aufräumen. Nein! Spring nicht! Ah, sie ist nur Fenster putzen. Ah, oh Gott, what the hell? Nicht! Nein, tu's nicht! Nein, das war schlecht! Spiel vorbei. Wird's euch gef... Oh, wow. Ja, da kann man nur hoffen, dass man wirklich tot ist, ne? Also... Hat mich gerade ein Alien aufgehalten? War das gerade so ein Strahl? So ein... Weißt du? Also ich bin ja irgendwie, oder? Schnelle Demo. Ja, es ist eine kleine... kurze Demo. Spiel mal okay, Speedrun, gute Demo. Nächstes Spiel, bitte. Na, bis mein Schatz, wie geht's dir? Aber hat mich gerade ein Alien in der Luft festgehalten? Ich bin im Spiel schon. Das ist die Grafik. Ich scheiß mich an. Das ist das Spiel, das ist Gameplay. Ich fahre, ich kann mich bewegen, ich kann fahren. Hallo! Das war der Nafes, der ist Rennfahrer. Traktorstrahl, Traktorstrahl, ja! Ey, das ist ja insane! Wie gut das aussieht, Schutinator! Wie gut sieht dieses Spiel aus? Das ist ja unglaublich! Also, ganz ehrlich, mittlerweile, weil es gibt halt sehr viele so, ich glaube, Unreal Engine, ne? Wenn du Unreal Engine benutzt, dann sieht jedes Spiel gut aus. Also, Grafik ist, glaube ich, wirklich nimmer schwer, ne? Also, damals war das AAA-Game von der Grafik her. Senderin, danke fürs Gift, und Xaya, danke für 17 Monate. Vielen Dank. Freue mich auf die Liede. Xaya, ich freue mich auch auf dich. Und hallo, Sebi, danke für 5 Monate. Geil. Hallo, die Fuchsi. Oh nein, Putzi fährt ohne Führerschein, der wahre Horror. Ich hab grad... Oder ist da ist Bier, Fast Food. Okay. Das hat eine Person gemacht. Ja, das Fahrrad. Also anscheinend, was ich so gehört habe, das eine... Das sieht so gut aus. Ich scheiß mich an, sieht das gut aus. Habt ihr das gehört?
Habt ihr dieses Bumpern gehört? Dieses... Das ist so realistisch! Habt ihr es gehört? Das ist so cool! Ah, scheiße, es war... ist jetzt weg. Aber dieses Poltern! Das ist so cool! Das ist wie... Das ist halt im echten Leben auch so. Also, wenn du so erkennst, also... Renat, ja, danke für deine Simone. Wie geht's dir denn? Hallo Gratler, mein Schatz, wie geht's dir? Früher fand ich Unreal Engine noch so hässlich im Vergleich zu anderen, also während... Ja, es hat sich natürlich vieles getan, ne? Das sieht so gut aus, das Spiel. Das, also das Spiel, glaube ich, hat 9 Euro oder so gekostet auf itch.io, also man muss es kaufen. Aber du kriegst dann das zweite Kapitel irgendwie automatisch freigeschalten oder so. Das ist cool. Es kann vielleicht sogar sein, das passiert manchmal, wenn das so kleine Indie-Games sind, dass manchmal die Entwickler reinschauen. Wenn er da ist, if the developer of the game is here, please write something, would be cool. Kann wirklich manchmal vor. Also weil das Ding, das Spiel gibt sich auf Steam, das spielen nicht viele, ne? Und dann gibt's halt, und dann wird dir das vorgeschlagen und dann bist du natürlich, wow, weißt du? Das ist nur eine Demo, Jenny Summer. Das Spiel ist in mehreren Episoden. Oh. Akku vom E-Auto ist gleich leer. Also es muss nicht sein, aber manchmal ist es so, dass wirklich, wenn so... Kann ich irgendwo dagegen fahren auch? Ich probier's. Nee. Hinter dir ist ein Monster. Das ist nicht auf Steam. Itch.io ist es, Metal Fan Lucas. Ich finde die Details auf der Scheibe auch mega. Ja, hier, da, das Matsch. Reiz, danke für den Monat, dankeschön. Du blinkst. Hey, warum blink ich? Ich blinke wirklich. Aber ich will nicht blinken. Tank leer. Oh, vielleicht ist mein Tank leer. Das kann auch sein. Reiz, danke für 4 Monate, mein Schatz. Okay. Aber bis jetzt habe ich noch kein Alien gesehen. Ich werde das Alien... Wisst ihr, was ich machen werde, wenn ich das Alien sehe, Chat? Ich werde es essen. Ich werde geile Alien-Schenkel essen. Fährst du hin? Das klopft auf den Kofferraum. Ah, das ist nur der Chat, den ich mitgenommen habe. Die haben gesagt, sie wollen nicht, aber mir war danach. Weißt du, was geil wäre, wenn da irgendwo wer steht? Wenn da irgendwo der Alien schon steht. Was ein Zufall, mitten im Wald, der Tank ist leer. Ich muss aber ehrlich, wie schmecken Aliens? Nach Hühnchen. Es schmeckt doch immer alles nach Hühnchen, habe ich das Gefühl. Schmeckt wie Froschenkel, ey, oder wie Hühnchen. Heißt das nicht Eileen? Nein, Alien. Wer hat in den Kofferraum gefurzt? I've been driving red for an hour now. Achso, ich fahre schon auf den letzten Sprit schon über eine Stunde. Da muss irgendwo in der Nähe eine Tankstelle sein in der Nähe. So. Okay. Mein Papa war aber auch immer so. Mein Vater fährt auch immer, bis der Tank leer ist, fährt er immer noch. Denkt, das geht noch. Auch da drin dieses Geräusch. Du bist in diesem Tunnel und es wird lauter. Gerade, mein Schatz. Viel Arbeit. Ja, weil du aber so eine fleißige Maus bist, ha? Hier ist auch gerade ein Alien. Schmeckt nach Döner. Nur am Freien. Hallo, mein Schatz. Sind wir gleich da wie in McDonald's? Nein. Es gibt... Wir essen kein McDonald's mehr. Wir essen nur noch gesund. Es gibt nur noch Orangen und Pommes. Und Currywurst. Weil muss ja auch gesund sein. Okay, wir gehen weiter. Schon lang keine Menschenseele mehr gesehen. Sie haben gesagt, sie haben eine Überraschungsparty für mich vorbereitet. Chat. Aber ich sehe keinen. Der Pfeifenessig hat auch gesagt, er kommt. Hat man gerade gefolgt, aber ich sehe ihn irgendwo. Hallo. Pfeifen Zeisig. Hallo, mein Schatz. Wie lange noch? Neil Kirsche, ich suche euch. Ihr habt gesagt, du überraschst mich. Mit deinen kleinen Cosplay-Aufführung. Habt gesagt, ihr verkleidet euch als Tabaluga. Oh, scheiße, ich glaube, mein Auto wird gerade kaputt, oder? Scheiße, mein Auto ist leer. Mein Auto ist leer.
stehe mitten im Nirgendwo. Warte mal, Chat, ganz kurz. Kann man die Lautstärke ein bisschen lauter noch? Warte mal kurz. Nee, ist Maximum. Oder ist nur bei mir so leise? Hm. Scheiße, jetzt stehe ich da fest. Warte mal, oder kann man, schau mal ganz kurz, kann man Lautstärke? Warte mal kurz, Audio. Nee, Audio wollte ich eigentlich. Ist eigentlich Maximum. Master Volume hier, ein bisschen lauter können wir noch. Oh gut, weil das lauter ist. Wo ist denn Aluhut? Okay. Rechtsklick? Aussteigen? Ja, hallo, was soll ich machen? Rechtsklick, ja. Achso, ich habe einen Wohnwagen! Wow. Der Ingenieur, gut, danke für die 6 Monate, vielen Dank. Ich hab was, oh Gott. Ja, da hat der Chat aber wieder gesagt, dass er bei mir sauber macht, zwei Hasi, nichts passiert. Oh, das ist von den Hasis davon. Oh, wie schön. Was haben wir hier? Ah, die Zigaretten, das ist ja wirklich von denen der Wohnwagen. Mhm, oh, wie schön, schaut, haben wir was zum Trinken? Okay, oh, ein Verteiler, immer wichtig. Alle Leute da draußen, ich bin ein großer Stromverteiler-Fan. Ich liebe, also es ist eine der wichtigsten Sachen, jeder Haushalt braucht, wenn du mal nie genug haben. So, okay. Was habe, kann ich denn? Oh, ist eine alte Kaffeemaschine. Hat meine Mutter so eine alte Kaffeemaschine, meine ich, vielleicht die auch. Kann ich hier raus? Okay, was? Taschenlampe? Was ist denn das? Was habe ich da denn? Ihre Sachen. Her stuff. Sie hat immer gebastelt. Immer irgendein Projekt hatte sie am Laufen. Dieser Controller, naja, es ist das Einzige, was sie hier gelassen hat, bevor sie verschwunden ist. Luizina Lumenschatz. Was ist das denn? Das ist aber ein großes Steam Deck. Ohne eine Switch. Oh. Eine Taschenlamp? Oder was ist das? Eine Taschenlampe? Okay. Ja, die habe ich ja schon an. Das ist aber eine große Switch. Das ist die Switch 4K. Equip Controller. Oh. Oh, was ist das denn? Hm? Wow. Hä, was ist das denn? Okay. Was ist das? Aha, unequip. Okay, also ich habe... Das ist ein krasser Gameboy. Ich kann da nichts drücken, aber... Ich glaube, es hat mit... in dem Spiel geht es um Aliens. Ja, in dem Spiel geht es um Aliens. Okay. Also, ich weiß die genaue Story auch nicht, aber die werden wir ja rausfinden. Ah! Was habe ich... Erstens habe ich so einen Chip jetzt reingegeben. Also, hier 20.15 Uhr, 20.53 Uhr, 55. Sind das Fotos? Oh, da ist wer. Bin das ich? Da sind Fässer. Und 20.55 Uhr, und da steht wer. Erstmal Rahmenriegel eingebaut. Also, da steht wer. Um 20.55 Uhr steht da wer. Okay. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll, aber... Thanks, nothing, danke für 4 Monate. Vielen Dank, dankeschön. Vielleicht wird das noch interessant. Okay. Ted, das müsst ihr euch mal merken. Da stand wer... Fotografiert. Das ist eine Kamera. Das ist da, wer steht. Hold down. Ah. Oh, ich liebe das. Ich liebe Spiele, wo man die Tür auf und zu machen kann. Klingt doof, aber wenn man das so ziehen muss, wird das immer geil. Wolf, Mann, mein Schatz, wie geht es dir? Oh, scheiße, das ist mein Wohnwagen. Ja gut, der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Thanks, nothing, danke für 4 Monate. Dankeschön. Ja, Reserverad ist gut. Was ist da? Ah, hier. Oh, der Tank ist leer. Ich brauche Benzin. Ja gut, habe ich Zufälle. Ah, das ist mein Inventar auch. Ah. Okay. Wie kann ich es wieder weggeben? Unequip. Ah, mit der Maustaste. Okay. Wo gehe ich hin?
Aber es sieht schon verdammt gut aus, oder? Ich kann hüpfen? Ich stehe da mitten, das ist doch gefährlich, wenn ich da einfach mitten auf der Straße stehe. Aber ich glaube, ich muss da lang, weil von da komme ich ja. Blue 10 sieht genauso aus wie von innen. Ja. Ich glaube im Intro, das waren wir. Oh, Episode 1. Der Hum. Wer ist denn der Hum? Das sieht so gut aus. Ich scheiß mich an. Das sieht ja unglaublich aus. Der Verkehr ist mörderisch. Naja, du weißt ja nicht, Balance. Jeffrey mag Kekse. Jeffrey, ich mag auch Kekse. Hallo, ohne Ask, mein Schatz. Witzig wäre, wenn da irgendwo ein Alien stehen würde. Dann, ich würde ihn schon essen wollen. Was ist das für ein Nummernkennzeichen da oben? Oh, Tankstelle. Das ist ja praktisch. Zufälle gibt's. RTX on. Was ist das? Ist das Alien? Ist das Gelbe da hinten Alien? Die Sonne wird's ja nicht sein und eine Straßenlaterne auch nicht. Chat, ist das Gelbe da hinten Alien? Tragen die Litania. Sie läuft nicht weg, ich komm zu der Spachtel. Lucky, komm's aber mit. Der Mond, der ist so gelb. Vielleicht ist es auch der Mond. Wie stark putze ich auf, dass ein Alien kommt. Hasi, ich liebe Alien. Das Ding ist, ich wäre wirklich eine der Personen, wenn ein Alien zu mir kommt und sagt, verrate mich nicht, ich verrate nichts. Ich verrate nichts. Alien, wenn du da bist, vielleicht bist du gerade im Stream. Du kannst zu mir kommen, ich würde nichts verraten. Du kannst... Wir tauschen Informationen aus, aber bitte greif uns nicht an. Ja, nicht uns kaputt machen. So. Aber ich sag nichts weiter. Kriegst du Gasaturo von mir, wenn's Alien? Hab alles da. Bueno, Alien. Wir können reden. Ich bin einer von dir. Hm? Jetzt weiß ich Bescheid. So, was ist da denn? Achso, er spielt in Ungarn. Dann ist wahrscheinlich... Ist er von euch aus Ungarn, Chat? Komische Frage, aber vielleicht kann der Ungarisch? Da steht nämlich... Illet Geleneknek. Ne? Tartotskotni Sigorjandilks. Ne? Gab's noch Aliens? Das ist eine gute Frage. Mich verunsichert, dass man bis jetzt noch keins gesehen hat. Aber ich glaube schon, dass es welche gibt. Aber mich wundert so komisch, dass man noch keins gesehen hat. Meine Oma, ich habe es nie gelernt. Ja, dann bringt mir das ja nichts. Blümi ist da nur im Hintergrund, wie immer. Der Blümi versteckt sich. Der ist viel zu... Genau, Shishibane, ist viel zu schüchtern. Kann ich da rein? Ich kann ungarische Chips essen. Das ist aber sehr... Das ist eine gute Fähigkeit. Open. Naja gut, so offen sieht es aber nicht aus. Was bedeutet das Wort Alien? Das heißt, der beste Schwimmer auf Erden. Ach, die Antonia, die hat's halt gelernt, ne? Oh, was ist das denn? Oh, ein Licht. Okay. Ich glaube, dass es in den Weiten weitere Lebensformen gibt. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es Alien gibt. Ich würde mich freuen, wenn Alien gibt. Aber ich hätte keinen Bock, dass Alien uns angreift und uns in die Luft bombt oder sowas. Ich höre Kröten. Kann ich da rein? Bin drin! Bin da, wer noch? Miski Paxi, danke für 18 Monate, dankeschön. Wie sich das anhört. Oh! Aridrill, dankeschön. Du bist auch super, Aridrill. Aber ich mag das Butterblümchen, ich liebe es auch. Das ist ja unser Butterblümchen, Shishi, gell? So. Ich mach alles schon wieder kaputt. Da ist ja natürlich eine Tür. Haha, die Tür. Ja, ich mach schon wieder alles kaputt. Ist ja eine Tür. Na klar. So. Hier. Oh, ich liebe das, wenn man auch so Sachen nehmen kann und so werfen kann. Aufpassen, sonst gibt's... Aufpassen, sonst gibt's eine Sonder- und dunkle Stellen. Ja, ich... So. Hallo, Antigant, mein Schatz. Aber warte mal. Oh. Dunahod Village in Shock as Disappearance Ruin and Mystery. Okay, also das Dunahod... Dorf ist im großen Schock, nachdem Leute verschwunden sind und es immer noch mysteriös. Dana und Hungary, a bewildering incident has plunged the small village of Dunahand. Ah,
Into Disbelief, Bus Carrying 24 Children to each other. Okay, also die sind mit dem Bus gefahren. Witness recall the strange silence following blinding flashlight. When the light dissipated, the bus remained motionless on the road, but everyone on board has vanished except for two identical twins who were miraculously found on the bus. Okay, also Schulklasse im Bus gefahren, das wird's ihr. Dann gab es den großen Blitz, ein großes Licht. Die Leute, die im Bus gesessen sind, sind verschwunden, aber der Bus stand immer noch da. Na, so. Hallo, okay, however, authorities were taken back to the both girls came. Oh, und nur zwei Zwillinge wurden gesehen. Es wurden nur zwei Zwillinge wurden gesehen. Zwei Zwillinge, die hat man am Bus gesehen. However, authorities were taken back when both girls claimed they've never seen each other before and denied having any siblings. Authorities believe that the girl might be in a state of shocking. Also, aber die Mädels, die was gefunden worden sind im Bus, haben gesagt, sie kennen sich gar nicht und jetzt glauben aber die anderen, das war ein Schock von denen und die sind ein bisschen durcheinander einfach nur. As investigators tirelessly work to unravel the mystery, they are exploring the background on the twin girls. Okay, während Leute immer noch sehr verwundert sind, was das denn war, exploren die immer noch, was mit den Mädchen auf sich hat. The close-skinned community grappling Wi-Fi shock. Okay, also das ist, also die Leute sind verschwunden und neue sind aufgetaucht. Aliens. Aliens. Tit. Ja? Habe ich's gelöst oder nicht? Habe ich wieder recht gehabt, ne? Eli. Bitte. So. Kann ich da rein? Oh. Du bist der Wahnsinn. Es sind die Aliens. So, ich räume mal die Putze da drin aus. War das ich? Hallo Käfermarin, meine Hübsche, wie geht's dir? Kann ich da nicht rein? Nö, anscheinend nicht. Utopia! War das ich? Was ist denn da so laut da drin? So. Chat, kurze Frage an euch. Soll man da lang gehen? Oder rechts? Also rechts oder links? Togehand Aliens. Wer macht hier so einen Krach? Ja, links. Ich frage mich, ob es links, weil es kann sein, dass links vielleicht eine Sackgasse ist. Aber anscheinend nicht. Deswegen gehen wir rechts. Ich will alles sehen. Flummelchen, meine Hübsche. Links? Ich lebe am Limit. Ich bin gegen den Tisch gelaufen. Aber, ja, ausprobieren, ja natürlich. Achso, warte mal, rechts geht's eh nicht weiter. Da ist ein See. Und da können wir wieder nackt baden, Chat. Shishi Bunny? Was hat die Shishi gesagt? Ich hab's nicht gelesen, sorry. Ein Frisbee! Chat, fang! Och, Chat, wirklich. Oh. Ich hab heute eine geraucht, aber das hat so gekitzelt, nicht geil, wenn er kälter ist. Hallo? Keine Hose, kein Problem. Mit Mundmädchen sehr gut. Aua, mein Kopf. Hallo? Nimm es einfach und verpiss dich! Was soll ich nehmen? Achso, oben den Benzin! Danke, aber. Oh, das ist aber nett! Oh, das bin ich mit der. Du hast das Alien-Raumschiff weggeworfen. Er war nicht sehr nett, aber ich sollte mit ihm nochmal vielleicht reden. Was? Ihr seht das gar nicht. Hier, da steht, empty cherry can, I'm here looking for a church. Ich bin hier, um eine Kirche zu suchen. Hast du meine Schwester gesehen? Danke für den leeren Tank. Danke für den Tank, aber er ist leer. Da ist immer noch ein bisschen Benzin in der Garage. Ich habe sie für dich aufgeschlossen. Dankeschön, aber, ich suche, füll den Tank auf und verpiss dich. Heute sind die Sachen, die heute ist alles ein bisschen anders für die.
Was meinst du? Beeil dich einfach! Forrest, ich saß auf der Bank, müssen noch das Lehrgut abholen. Okay, woher weiß der das? Ich glaube, es ist ein kleines Dorf und da ist eine kleine Verschwörung. Und Chad, was wird es sein im Endeffekt, Chad? Was wird es sein? Ich möchte es hören. Was wird... Miss Kebabski, richtig. Es ist der Alien, richtig. Ja. Aliens. Zwar sie richtig. Ein Alien ohne Akku. Finanzamt. Na, die sind... Die Aliens haben sicher auch Finanzamt. Also 100 Pro. Also wenn die eins haben, dann Finanzamt. Na, also man muss ja auch die wichtigsten Sachen auch... Na, also ist klar. Alien. Ja, natürlich. Hat jetzt gepiepelt gerade. Ah, hier. Hey Putz, ich bin Reiki, ist nur neuer Name. Da komme ich nicht rein. Aber ich brauche ja mein... Wo ist denn die Garage von dem Dude? Hier? Ich will das haben! Hä? Wie kriege ich das? Ich will das haben, Chat! Was kann Eileen jetzt dafür? Denn die Eileen ist lieb. Aber vielleicht ist die Eileen ein Alien. Man weiß nicht. Huh. Gleich kommt Albus in den Gebüsch. Ich will da rein. Vielen Dank, Putz, ich bin noch nicht auf dem Stream, aber schon für YouTube. Oh, Milita, Teilchen. Ich danke dir. Der bis jetzt war noch nicht so lustig, Milita. Aber vielen lieben Dank für die lieben Worte. Schön, dass du da bist. Okay. Hat man schon einen Alien gesehen? Na, wir haben nur einen komischen Dorfbewohner gesehen. Warte, ich komme gerade eben mit Tobi. Nee, da würde man nur ein kleines Kichern hören. Das hört sich eigentlich zu kleinen Mädchen, die kichern. Dann würde man... Ah. Aber warte mal, was kann ich da machen? Ah. Okay. Was genau ist meine Aufgabe? Den Tankkanister füllen. Hat sich angehört wie Alien. Ha, okay, ist mein Schatz. Danke für 33 Monate. Dankeschön. Habt ihr es gehört? Oh. Oh, oh. Die ersten... Okay. Was ist ein Alien? Hä? Was war das? Was ist der Alien? Die ist super Livrede, ich bin so gespannt. Bei dir hört sich auch... Ey, Mutzel, das war, glaube ich, Alien gerade. Achso, da kann ich den Kanister oder wie rein? Warte mal. Lila Licht, was macht es? Wie? Ich hab irgendwas gedrückt. Oh. Warte mal, da hinten war auch noch was. Dabei. Ah, was ist das? Ein Nuckelfäschchen für den Chat. Chat, wenn ihr Durst habt, ne? Was denn? Ne? A Natural Remedy Infused. Achso, das ist Heiltrank oder so. Okay, Chat. Also, wenn ihr Durst habt, na, dann gibt's Fläschchen, Ketzer. Dann mach ich wieder so. Ha, so mach ich dann, ne? Mit euch. Wenn ihr wieder nicht schlafen könnt, gehe ich wieder mit euch draußen spazieren. Ihr wisst eh, wie es ist. Antonia. Bier wäre mir lieber. Ja, habe ich mir eh gedacht. Du bist halt ein bisschen frühreif gewesen, Antonia, immer schon, ne? Also, du hast nicht lang die Flasche gehabt, du wolltest gleich zum Bier. Also, ich brauch ein Rad. Wie früher, genau. Warte mal. Das blinkt auch.
Okay. Ich hätte gerne einen Uludag. Kriegen wir auch. Ich chill jetzt noch ein wenig im Sushi. Wem uns nicht mehr sehen, Gigi. Toi, toi, toi für einen neuen Job. Wie gesagt, ganz chillig. Wirklich, versuch einfach ein nettes Gespräch. Das ist fast mehr wert als alles Zertifikat. Gigi, Daumen sind gedrückt. Das wird was. Ne? Sympathisch immer wichtig. Ich schwör's dir. Gigi, Kuss an dich und alles Gute. Sag's gern Bescheid, wie es war. What the fuck? Wie bin ich denn jetzt da die Dings raufgelaufen? Das war doch schnell. Ich bin jetzt am Dach oben von dem. Ziemlich voll erschreckt. Ein Vogelhäuschen, Chat. Okay. Da war so ein wilder Zwiebelrostbraten. Ich sag mal, schau, Grüße aus Paris. Oh, die Geisterbahn ist mega. Oh, Devil, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Das sind Kameras, die suchen Aliens. Die wollen funken, die Aliens. Das ist Horror? Ja, Togan. Kann ich da runter? Alter, aber ich dachte, mein Loch. Sieben Origins, danke für 6 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oder die suchen Putzi. Hallo, Freundin, so und so. Wie geht's dir, meine Hübsche? Okay, zweites. Ah, wieder so ein Foto. Das war das Dach oben von hier. Das war das Dach oben, oder? Magia, ja, danke für 14 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Das war das Dach oben. Da ist der Dude. Und hat das, dieser Sachen da. Und da hat er einen gesucht. Perimeter. September. Sky Sensitivity. Okay, also er hat so den Alien nach Alien abgesucht. Aber er hat keinen gefunden. Noch keinen Alien. Enomalu, okay. Geomagnetik. Boah, ich finde das so interessant. Weil es wirkt so. Weil das könnte in echt geben. Weißt du? Das sind so Chipkarten und das könnte im echten Leben auch geben, dass jemand den Himmel absucht. Ich liebe das, wenn es so Sachen sind, die aus dem echten Leben stammen können. Weißt du auch, so dieses, du gehst dorthin und die Umgebung erzählt so eine Geschichte. Nämlich, du hast so Kameras in den Himmel schauen und das könnte halt. Also, das finde ich so cool. Und ich mag so Alien-Spiele voll gerne, weil die alle so ein bisschen diesen. Ich mag das voll gerne. Oh, was ist das? Oh, Alien! Das ist ein Alien! Say goodbye to Backpain. Sage tschüss zu Rückenschmerzen. Achso, das ist kein Alien. Putzi, wärst du selbst gerne Alien? Vielleicht bin ich Alien. Oh, was ist das? Da ist noch was drin. Was ist denn da noch drin? Antonia, räumt es raus! Kann ich das... Oh, was ist das? Munition? Aber ich bin Pazifist! Warum kann ich es nicht nehmen? Nur Müll. Okay, ich kann nichts nicht nehmen. Ah, jetzt. Okay. Putzifist bist du. Der bin ich. Okay. Boah, ich finde das... Oh! Die Dinger schlagen aus! Hä? Oh! Alien!
Ist das bei euch auch so dumpf? Ist der Ton gerade bei euch auch so dumpf oder ist es nur bei mir? Ich gehe zum Alien. Hören Sie auch, okay. Ich gehe zum Alien. Ich bin bereit für Alien. Ich habe jetzt am Rand Take und Leave stehen. Vielleicht geht's weg, wenn ich beim nächsten Mal was aufhebe. Huh. When you mind of this enemy will find you easily. Gegner? Das klingt nach einem Elch. Ah! Um Gottes Willen, eine Donation. Oh. Kuschelfussel, du Killer. Fragt ein Spaziergänger einen Angler. Na, beißen die Fische? Nein, sie können sich ruhig streicheln. Oh. Atomfroh, Kuschelfuß, danke für 10 Euro, danke schön, mein Hübsche, vielen Dank. Hat's mich gerade gezaubert. Ah, Kuschelfußel, danke schön. Danke für den Support. Da, Alien! Das ging nach Alien, ey. Oh. Alien! Ich hab's gesehen, da war Alien! Ich hab's gesehen, da waren zwei Alien! Ich hab's immer gewusst, die sind unter uns! Ich hab's immer gewusst! Warte, ich lade neu, ich glaube, dann geht der Rand weg. Warte, ich lade neu, ich glaube, dann geht der Rand weg. Weil wir haben gerade so einen Bug. Das Spiel ist eine Demo, ne? Also, ich hab's gesehen, da war der Alien! Ich hab's ganz genau gesehen! Da waren zwei graue Aliens! Wie direkt Klischee vom Designer, das Alien. Ja, das stimmt, aber es ist auch nur eine Demo, die sehr beeindruckend. Nein, es ist immer noch da, die Scheiße! Ich hab immer noch diese blöde Handgun-Ammo, ne? Also, kriegst du das irgendwie weg? Ich hab hier oben so, geht das irgendwie weg? Weil ich hab oben und unten so einen Balken, seht ihr das? Ich glaube, das ist ein Bug. Vielleicht, wenn ich wieder was aufheb? Aber, jetzt müsst ihr sagen, ob euch das stört. Wo muss ich hin? Some items are disposable. Warte mal, ich probiere mal ganz kurz. Kann ich das einfach fallen lassen? Und was? Und jetzt nochmal aufheben und vielleicht geht's dann weg? Scheiße, nee, es ist da. Find's halt irgendwie. Konnte das Elend nicht sehen, hab mich vom Kissen versteckt. Muss den PC-Kanister erfüllen. Ja, aber wo? Scheint doch nicht. Ja, naja, es. Ich frage mich. Wenn ich das Spiel neu starte, wird's weggehen? Das soll so sein. Nee, da steht ja Take und Leave. Und oben steht immer noch Handgun-Ammo. Also, das soll nicht so sein. Ich hüpfe da runter. Aber habe ich jetzt Benzin? Nee, oder? Ja, aber der komische Moment in der Garage. Hier, oder wie? Lendra, hallo, mein Schatz. Jawohl, Cappuccino um die Uhrzeit. Das ist es. Benzinkanister da rein? Ah. Danke für den Benzin. Papuz, ich kann nicht schlafen. Oh, ich muss... Ah. Hä, aber das Spiel ist krass, oder? Ah, und da steckt was drin. Da hat wieder von euch wer was reingesteckt, Chat. Warte. Ja. Ja, Chat, das sieht euch ähnlich, dass ihr wieder was reingesteckt habt, Chat. Weiter, wie's... Ja.
Und da auch. Nee. Achso, ich brauch das Rad immer noch. Entschuldigung, ich war's. Bad Boys haben wir eh gedacht. Aber dafür hat das eine Person gemacht. Ich glaube, es eine Person gemacht. Ja, ja. Also ich finde selbst wenn das 30 Leute gemacht hätten, finde ich es richtig beeindruckend. Also ganz ehrlich. Also ich finde, also eine Person ist natürlich beeindruckend, aber 30 würde ich auch sagen, wow. Also das ist wirklich krass gemacht. Kann man da darüber? Ich kann da am Rand lang. Hallo Lara Croft, die aller echte WG, die ist immer hübsch. Schön willkommen, danke Josarin fürs Bedanken. Hab noch eingeschrieben, wurde gefragt, das kommt auch nochmal. So, ganz kurz, ich will das aber kurz probieren. Wir machen so, wir machen kurz Save and Quit. Scheiße, ist immer noch da. Ich glaube, wir müssen das Spiel neu starten. Komm, ich habe es eher abgespeichert. Komm, wir starten kurz neu, weil dann geht das Ding weg. Ich finde das ein ich weiß, es schädet sich sonderlich, aber komm, lass einfach kurz neu starten, dann ist es, weil das hat sich irgendwie so ins Overlay reingebrannt, ne? So, weil dann ist es halt einfach dann. Also ich weiß, es stört jetzt vielleicht euch nicht, aber es ist ja schöner, wenn es nicht da ist. Also auch wenn es jetzt nicht sonderlich stört, aber es ist halt irgendwie schöner, wenn es nicht da ist. Komm, lass es kurz machen. Ich mach kurz neu starten. Wir haben abgespeichert. Hallo! Hallo! Der Elend hat mich entführt! Der Elend hat mich entführt! Ja, das ist der Grund, warum ich nächste Woche meinen neuen PC aufbauen will. Also ich kriege einen neuen PC und das ist der Grund, weil OBS immer abstürzt. Aber jetzt bin ich wieder da, hallo! Der Elend hat mich entführt! Der Elend hat mich entführt! So, nur damit ihr es wisst, es war der Alien. So. Okay. Es war der Alien! Ich schwimme jetzt vom Raumschiff aus. Und ich habe eine Sprache gelernt. Könnt ihr euch selber überlegen, was das heißt. Es war so schön still. Monk, wirklich so eine Frechheit. Da ist er wieder. Ja, also wie gesagt, F5 bei den Leuten, die es nicht geht. Ging schnell mit der Sprache lernen. Ja, die haben mir eine Sonde reingepflanzt. Ich sag dir aber nicht wo. Okay, so jetzt ist das Oberle weg. Jetzt sind wir wieder da. Ton? Ton ist super. So, hallo Terra Luna, mein Schatz. So, erzähl, wie war's? Louis 10. Der Alien hat einen richtig großen. Aber sonst nix. Mehr habe ich nicht gesehen. War so. In den Arsch. Ich kann mir denken, wo. Okay. Können Sie mal ganz kurz schreiben? F5. Chat, so ein bisschen F5 spammen für all die Leute, die vielleicht nicht mitbekommen haben oder sowas. So, ne? Also, können Sie schreiben F5 für alle Leute, die. Na, also vielleicht hat irgendwer, genau, also für die Leute, die was kein Sound haben oder so, F5, na, weil ich schon wissen, manche Leute wissen es nicht, die denken sich jetzt, ist er weg, okay, tschüss, na. Ah, darüber kann ich. Ah, okay. Ah, da kann ich auch rein. Ah, hier muss doch irgendwo... Hä, hey, wo bin ich da jetzt? Woher weißt du, dass das ein R ist? Ich hab's geraten. Ah, okay. Okay. Wieder Foto von Alien. Foto von Alien. Alien. Eindeutig 1, 2, 3 Alien. 3 Alien. Ich finde das so spannend mit diesen Fotos. Alien Raumschiff. In den Raumschiff! In den Raumschiff! Wolf, guck mal, danke für 2 Jahre. Vielen Dank, mein Schatz. Dankeschön. Das sind Geister. Das ist Alien. Da will ich aber nicht runter. Chat, ihr könnt's alleine vorgehen, gell? Chat, ihr könnt's alleine vorgehen. Yves Luna, Jesse Thiel, meine Hübsche. Könnt's alleine. Ich geh da nicht rein. Wenn der Alien da drin... Da drin ist. Oh bitte kein. Okay, lass Alien drin sein, aber keine Alien-Spinne. Bin hinter dir. Ich halte hier oben die Stellung.
Oh Gottes Willen. Hä, was ist das denn da drin? Hä, was ist das? Das ist ein Alien! Oh! Dankeschön! Okay, dankeschön. Was ist das denn für ein Ding? Hallo Lisa Pisa, meine Hübsche. Komische Geräusche, erstmal kämpft und ich mag die Atmosphäre. Ich finde es richtig gut. Okay, jetzt haben wir den Ding. Jetzt können wir den. Süß, wie klein ein Inventar plötzlich wird. Ich glaube, es hat noch ein paar Bugs und so, ne? Also, es hat sich ja. Aber. Für das, was es jetzt schon ist. Applaus, Applaus. Wirklich wahr. What the fuck war das jetzt? Antonia, komm raus! Das war Alien! Bin mir ganz sicher. Die Teenie ist schon wieder im Wald. Das sind wieder die Teenies. Ja, das war der Chat, der sich gerade im Busch versteckt hat und gesagt hat. Und ihr denkt, es ist lustig, wenn mich erschreckt. Wie die Kuschelfussel vorhin. Danke nochmal für 10 Euro. Vielen lieben Dank, wenn du noch da bist. Und Rangelitania und Stone und Blümi und Applet Lava und wie sie alle heißt. Und Iron Star und Infiltrator. Sei gerade Ansatz eines Maisfeldes. Harukles, für dich immer. Ich bin kurz nach McDonald's gefahren, dachte, du kommst wieder aus dem Loch. Hallo, Miss Leni, meine Hübsche, wie geht's dir? Na, wer weiß, vielleicht erlaubt sich Konkret doch ein Scherz. Nee, der kommt ja nicht bei mir vorbei. Der kommt ja nicht. So. Was ist das denn für ein Ding da? Ah. Läuft. Hehe. Was war jetzt? Stand da wer? Es hat blind gemacht. Funktioniert das jetzt? Oh. Okay. Sehr gut. Hallo Maltana und Frau Zock. Harukes, wie geht's deiner Frau und deinem Sohn? Ich hoffe, allen geht's gut. Maltana, mein Schatz, ich hab geübt. So, ich habe jetzt ja, im Prinzip jetzt wieder Sprit. Ne? Ich habe jetzt wieder Sprit. Genau, warte mal, muss ich jetzt den Weg zurück? Kann ich nicht auch einfach zu Fuß gehen, Chat? Kann ich einfach zu Fuß gehen, Fabian? Ich könnte doch einfach zu Fuß gehen. Also da würde ich sehr gerne mit dem Chat lang spazieren. Aber nur Hand in Hand. Jetzt mach es. Aber ich sollte mein Auto nehmen, ne? Was? Paransolan Camu. Ist doch romantisch. Ist das Spiel jetzt für ein Auto oder für den Chat? Hallo Lilith Blackman, hübsch, wie geht's dir? So, ja genau, Kumpus, so schaust du rein. Und Tiger Killy. Und hier ist Kopfgetränk, mein Schatz, schön, dass du da bist. Ich gebe mir sowas allein, dann ist mega angenehm. Nee, ich hab Angst, wenn der Alien kommt. Wenn der Alien. Warte, ich schau nochmal kurz, was da hinten ist. Wenn der Alien kommt. Bin ich fort. Dann bin ich fort. Dann sage ich, es war die Yusarin. Bitte entführt sie, aber lasst mich leben. So würde ich machen. Aber ich bin über alle Berge. Ich sage noch kurz, war schön mit dir, aber es ist Zeit, sich zu verabschieden. Na, also man muss ja wirklich, man muss auch manchmal wem zurücklassen. Na, also manchmal. Na, also da kann man so jemanden so gern haben, aber manchmal muss einfach wer zurückgelassen werden. Ne? Es ist halt leider, ne? Also es ist, weißt du, dann so, weißt du, wir rennen gerade alle von Elend weg, dann wird halt dem einen mal das Bein geschenkt. Na, es ist halt, also es geht dann doch entweder ich oder, ne? Und dann muss halt, da muss man halt sagen, Luchmusi, das tut mir jetzt sehr leid, gell? Also es ist, manchmal muss man halt dann auch wirklich abwiegen, ne? Schwund ist immer, Gothic Master, ein bisschen Schwund ist immer, richtig, ein Opfer muss sein,
Ja, und manchmal ist es halt vielleicht dann auch da die Frechsten. Der Rascal Tommy zum Beispiel, ne? Oder hier auch, wer ist auch noch so frech? Der Monk, der Honk. Oder wie würden wir sagen, kannst einfach mal ein bisschen mit dem Elend plaudern. Ne? Also kannst, ne, so, klar. Time to say goodbye, sehen Sie, so ist es. Bin ein Engel, das ist wohl Heidi. Na, dich lasse ich nicht zurück. Den Olli, der ist auch süß. Olli, das ist jetzt die Demo. Hä, aber nicht meine Warnblinker an? Hä, ich hab doch meine Blinker war noch an dem Auto, oder? War? Nein! War wer in dem Auto drin? Hallo Einsehne, meine Hübsche. War wer mit dem Auto drin? Ey, war... Alien? Ja, weil unordentlich ist. Davor war es richtig ordentlich in meinem Auto. Und Schatz, wie es ausschaut. Kettenraucher ist auch die Sau. Es könnte aber auch der Black Forest gewesen sein. Ne? Also, es ist klar. Aber der Alien könnte es auch sein. So. Machen wir jetzt hier... Kann ich es irgendwie nehmen? So? Ja. Kühlschrank ist bestimmt leer. Okay, as soon as I see the town, I should look for the church. It should be the right. Okay, sobald ich die Stadt sehe, sollte ich nach einer Kirche ausschalten. Die sollte auch zu meiner Rechten sein. Okay, fahre ich wieder mit dem Auto? Sorry, wir haben damit wild gefeiert. Ich war's. Immer diese Ausrede für die Unordnung. Kühlschrank ist bestimmt leer. Machen wir wieder zu. Steigt's noch schnell ein. Malek, geh noch schnell aufs Klo, aber beeil dich. Oh, wirklich mit euch, ne? Und hier habt ihr auch schon wieder dreckig gemacht. 10 Jahre bist drin, sehr gut. Also, ja gut, aber dass ich nichts höre. Nicht den Fahrer ablenken. May, May. Ganz besonders. So. Chat. Bitte anstimmen, ein Lied. Ich gerne rauchen. Blömi, du bleibst jetzt im Auto drin. Und anschnallen. So, kann ich hupen auch? Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Ganz wichtig. Und eine der wichtigsten Sachen beim Autofahren, also ich habe noch keinen Führerschein, aber bald, wenn man Auto fährt, wenn man so fährt, ist das ganz wichtig. Das ist super. Wenn ihr Auto fahrt, immer so. Warum? Ganz logisch, man sieht mehr. Der Sichtradius ist viel größer. Ne? Du siehst viel mehr. Ja. Ne? Allround heißt es auch. So. Muss ich da lang? Kann ich da lang? Ja, so fahre ich auch immer. Ich fahre da durch, ist mir scheißegal. Ich fahre alles um. Oh, na. Big Lucky, danke für den Follow, vielen Dank. Und Real Blair Witch und Thessalia, wenn ihr da seid, vielen lieben Dank. Darf man im Auto essen? In meinem Auto wird nicht gekrümelt. Wie? Ich habe irgendwas gehört. Ich kann da durchfahren, aber ich habe Angst, dass ich was verpasse, dass irgendwo wer steht und mich anschaut. Der Shiba Inu zum Beispiel. Ich finde das so cool, die Kombination aus dem Autofahren, unterwegs passierten Sachen und du musst aussteigen. Ich mag das voll gerne. Was ist das für... So schaut der Chat rein, wenn das Stream vorbei ist. So schaut er rein, wenn er mich wieder alt nennt. Und so schaut er rein, wenn ich zu spät komme, weil das ganz selten ist. Alles sauber gemacht. Zusammen so eine Reise machen macht doch mehr Spaß. Ja klar, ich nicht. Deswegen habe ich meinen Wohnwagen gekauft, damit ich euch mitnehmen kann. Ne? Extra nur für euch, Chat. So schaue ich auf euch, weil ich euch so lieb habe. Das ist ja so cool, das Spiel. Das ist ja so gut bis jetzt schon. Das da oben ist doch auch ein Alien. Das ist doch nicht der Mond. Ihr habt gesagt, das ist der Mond, aber ich glaube, das ist ein Alien.
Putzi darf in dem Auto rauchen. Nein, im Auto wird nicht geraucht. Aber gar nicht. Im Auto wird nicht geraucht. Hab voll gesungen, aber keiner hat mitgemacht. Käfermarin, du hast aber sehr schön gesungen. Aber mit... Was war jetzt? Also es war ein Sprung, oder wie? Mein Darm. Okay. Hast du Steam? Nee, Carla, das gibt's nicht auf Steam. Okay, the church should be somewhere here, around here. Okay, die Kirche sollte irgendwo in der Nähe sein. Vanni, Jasmin, danke für 5 Euro. Du bist beobachtet, danke, du hast mein Arm besser gemacht. Vanni, Jasmin, ich bin auch lange nicht fertig, wir haben noch Sachen vor uns. Vanni, Jasmin, danke für 5 Euro, danke schön. Vielen Dank für den Support. Ich stoße doch an mit dir, meine Süße. Und auch nochmal auf die Kuschelfussel. Vielen Dank euch allen. Dankeschön, wenn ihr noch da seid. Haben wir da aus den Augen von einem Alien geguckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war so ein kleiner Zeitsprung, ne? Vielen Dank, Vanni Jasmin, schön, dass du da bist. 19.17 Uhr, Oktober 12. 19.17 Uhr. Moment. Da sind wir wieder von vorne. Das Ding ist, ich kenne den Endscreen vom Spiel. Ja? Also nicht, weil ich es gespielt habe schon, aber weil ich immer bei so Let's Plays schaue, wie lange dauert ein Spiel und schaue, ich skippe mich immer so durch und schaue, ist es unterhaltsam für einen Stream. Ja? Und deswegen weiß ich, was, also das ist noch lange nicht vorbei. Also ich weiß aber nicht, was passiert. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich skippe immer so durch und schaue mir Bilder an, um zu sehen, ob es eh cool ist. Ja? Damit ich so ungefähr einen Eindruck habe, wie das Spiel wird. Soll ich hier einfach stehen bleiben? Kann ich hier einfach aussteigen? Ich muss mal. Kann ich hier einfach aussteigen? Nee, oder? Mir ist schlecht. Irgendwer raucht hier doch. Chat, raucht irgendwer bei mir im Wohnwagen? Frechen. Bei wem im Auto? Bei wem im Auto von euch darf man rauchen? Im Auto rauchen ist nicht gut. Mike, danke, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Ich furze nur. Ja, ich. Antone Wehe. Papa Schlumpf, wer Wert haben wir es auch? Nein, niemals, nicht mehr bin ich nicht. Hallo, Playsold, hallo und Herz. Meine Partnerin und ich schauen in den Streams echt immer mehr. Playsold, wir scheinen, wir haben aber heute Gruselstimmung, gell? Wir sind bei den Aliens. Babsi, danke für 10 Euro. Babsi, so geiles Spiel. Schön, dass du da bist. Babsi, danke für 10 Euro. So, da bin ich wieder. Jetzt erstmal Saturo Vanille gönnen. Babsi, lass es sich schmecken nach dem Sport. Saturo Vanille sind 23 Gramm Proteine. Babsi, gute Entscheidung. Trinke ich auch manchmal nach dem Sport. Babsi, vielen Dank für 10 Euro. Und schön, dass du da bist. Das ist ein sehr geiles Spiel, Babsi. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Babsi. Danke für 10 Euro und schön, dass du da bist. Ich hoffe, Sport war gut. Gar nicht rauchen ist die Devise. Ja, aber wenn man raucht, also ist ja auch, Rauchen ist ja eine Sucht, die was, glaube ich, viele Raucher auch nicht gerne hätten. Ist da die Kirche? Sag ich nämlich ein bisschen Resident Evil. Babsi, vielen lieben Dank. Habe ich viel verpasst? Ich glaube, meine Mods schreiben immer so eine Zusammenfassung, Babsi. Also kurz, wir suchen unsere Schwester. Wir sind im Ort unterwegs und hier gibt's Aliens. Wir haben so eine Tankstelle gesehen und auf dieser Tankstelle waren so Kameras um den Himmel geschaut haben. Hier ist, ich sollte irgendwo parken, wo es sicher ist. Okay. Aber wo ist... Das ist die Kirche? Darf man im Auto dampfen mit Fenster runter? Ich finde, Dampfen ist eigentlich voll cool, weil es riecht voll gut auch. No? Ich raus jetzt aus 21 nicht mehr an, Gratulation. War sicher schwer. Um Gottes Willen, eine Donation! Kombus, danke für 10 Euro, sind wir mal da, ich muss pipi. Kombus, wir sind gleich da. Kombus, danke. Hier? Kombus, dann pipi machen hier, pipi. Kombus! Du stellst dich jetzt dahin und machst dir pipi. Kombus, danke für 10 Euro, vielen Dank. Und Papsi, danke euch beiden. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Kombus, hallo mein Schatz. Oh, da ist die Kirche. Ich hoffe, ich merke mir, wo mein Auto war. Muss auch pipi. Loch muss ich hier pipi machen. Das, was mache ich denn in der Kirche? Wir sind da, Chat. Da ist die Kirche. Ich weiß nicht, ob es gewusst hat, aber wir gehen in die Kirche. Das machen wir jetzt den Neuesten.
Das ist jetzt neu im Stream. Wir haben kleine Kirchen... Also, ich kann hier nicht lang. Wir haben kleine Kirchenausflüge. Chat. Das ist... Das habt ihr euch doch gewünscht. Gothic Master, das habt ihr euch doch gewünscht. Ketzer, der Name ist doch voll dafür. Chat, es ist jetzt Gottesdienst. Wir gehen da jetzt rein, benehmt euch. Und wenn einer bei euch beim Vaterunser nicht mitsingt, da gibt's wieder das Lineal. So. Wir beten zu den Aliens. Und wenn es sein muss, dann bewegt halt die Lippen. Dann macht's halt. Ist okay. Dann bewegt halt die Lippen. Aber wie ich sehe, einen von euch nicht mitsingen. Die Kuh, ganz besonders bei dir. Gell? Die Kuh. Und wenn es dann so machst während dem Tanzen, dann gibt's wieder Hausarrest. Damit wir das haben. So, ne? Also wirklich, letzter bedachte ich auf einmal hinten. Leute, hey, Leute, hey. Was ist jetzt los mit ZZ-Waren? Wir sind gerade im Gotteshaus drin. Reicht. Der Blümi hingegen hat immer gut, brav mitgesungen. Blümi, letzte Reihe immer. Man hört ihn auch ganz stark. Man hört nämlich die hohe Stimme. Oh, die kann er gut. Die hat Gehalt. Die hat sich gut dadurch. Da ist auch wirklich die Rosa Onigiri super. Mit den hohen Stimmen, manche Leute wirklich, da haben sie es drauf. Ne? Aber gerülpst wird wieder nicht. Gell? Also gerülpst Lavender-Joghurt wird nicht. Das haben wir hinter uns. Gell? Oder gefurzt Mutzel. Letztes Mal hat die einen abgedrückt. Kommt da rein. Das erste, was eigentlich ist, ist Weihwasser aufs Kreuz. Bei der Mutzel was da furzt. Also schaut nur damit ihr wisst. Gell? Es hat Gehalt in diesem Gott. Ich sehe wirklich, bei dir war brav, bei dir kann man nichts sagen, gell? Bei dir kann man nichts sagen, ne? Also sonst war, bei Bodensiluch ist halt die Hostie am Boden gefallen, naja, gut, das kommt vor, aber sonst, aber bis bei der Mutzel, ha, das ist. Domme, danke für das vierte Monat, vielen lieben Dank, dankeschön. Besser, ich singe nicht, dann verschwindet alles in der Umgebung. Eileen, jetzt singst du umso lauter. So. Gut. Putzi am Exposed, ne? Erlissa, ich sehe sie alle, ne? Ich habe hier ein kleines Klassenbuch auch. Das ist Ungarn? Also Ungarn habe ich mir schon anders vorgestellt. Was ist da so laut? Warte mal kurz. Das wollte ich vorhin. Weil da, ich habe gerade eine Uhrzeit unten angezeigt bekommen und es stand 19.51 Uhr. Und die ist 20.53 Uhr und 55. Und mit der Uhrzeit, das lässt mich nicht los, warum die Uhrzeit wichtig ist. Weil hier steht die Uhrzeit. Auf was für ein Engine ist das Game? Keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht ist das ein Bild, was hier gemacht worden ist oder so. Weißt du, was ich meine? Vielleicht. 20.56 Uhr im Spiel. Flotraum, danke für 2 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vanille schmeckt echt gut. Ja, Babsi. Ich liebe Vanille auch. Hä? Da waren wir doch schon vorhin, oder? Das war das doch mit der Mine, oder? Korrekturensohn. Itch.io. Google einfach. Lara, du drückst die Taste C. Hey, da waren wir doch schon. Das ist doch genau dasselbe, wo wir vorher schon waren. Aber. Gottes Willen. Suital, danke für 10 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Kannst du bitte nach meinem Kuscheltier schauen, ich muss irgendwo verlegt haben. Ja, Sweet Tante. Ich hab's. Sweet Tante, ich hab es. Sweet Tante, lässt das nächstes Mal nicht mehr liegen, gell? Sweet Tante. Hallo? Sweet Tante, kennst du noch? Hallo? Sweet Tante, du hast mich liegen gelassen. Hallo? So, na, Sweet Tante, ich leg's dann wieder dahin, gell? So, nimmst du es wieder mit, Sweet Tante, danke für 10 Euro, vielen lieben Dank. Also, Sweet Tante, ne? Also, Sweet Tante, bei mir ist es, gell? Lass es wieder am Klo liegen lassen. Mensch, da ist es ja, sorry, ein bisschen kopflos. Sweet Tante, kommt vor, Sweet Tante. Na, ich hab's halt gefunden. Sweet Tante, danke für 10 Euro, vielen lieben Dank. Dankeschön, vielen lieben Dank. Die sehe ich überall. Ich hab von der Wallocam, glaube ich, das bekommen. Und ich glaube, ihr habt recht, das ist eine Art Lager.
Also weil einer gesagt hat, das ist, ich glaube, das ist ein Lager. Ich glaube, diese Dings, das wird ein Lager sein. Ja. In der Kirche nicht, aber... Schon wieder das lilane Licht? Ah! Oh, Gottes Willen! Harukes, danke für 10 Euro! Vielen Dank, Harukes! Dankeschön! Harukes! No! Dankeschön, wie geht's dir? Was machen die Chilis? Harukes, ich muss dir leider was sagen, wir brauchen neue. Und ich sag dir warum. Wir haben die angepflanzt, die sind auch gut gewachsen, aber irgendwelche Vögel haben die angefangen zu fressen. Aber schon vor Monaten. Wir haben die angepflanzt, die sind auch gewachsen, aber Vögel haben begonnen, dann am Balkon haben die gefressen. Dann haben wir so ein Fliegengitter drüber gelegt zum Abdecken und dann die haben trotzdem irgendwie durch. Wir mussten sie aber rausstellen. Wir haben sogar so Raben gekauft, Attrappen, damit wir die dorthin stellen, damit die hat nichts gebracht. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Paul ist wirklich, du musst uns neu schicken. Das war ein bisschen, ja, wir haben es wirklich, die Noah hat sich Mühe gegeben. Die Noah war sehr traurig, weil die hat, also wirklich, die war sehr traurig, die war richtig angepisst. Aber ja, also es waren kleine Setzlinge leider schon, aber die Vögel, irgendwelche Viecher haben sie gefressen. Wir haben wirklich Fliegengitter drüber gespannt, wir haben so Fake-Raben gekauft, ne, die, was man kauft zur Abschreckung. Die haben die trotzdem, wir konnten nichts tun, wir haben wirklich alles getan, die wieder reingeholt. Wir haben gewartet, bis sie größer wurden, dann haben wir sie wieder rausgestellt. Die muss halt rausstellen, hat sich nicht mehr drin lassen. Ja. Ja, tut mir sehr leid. Wir haben es wirklich, wir haben uns, dann gibt es in 3 Wochen neue Samen. Okay, es tut mir sehr leid, aber wir haben es wirklich probiert. Wir haben sogar Sachen, wir haben sogar eine CD. Ich glaube von Til Schweiger, Honig im Kopf oder so heißt die CD, haben wir sogar auf so eine Schnur und die haben wir draußen auf so das Geländer gehängt. Da, ich kam mir wirklich ein bisschen vor wie eine Oma, die das dann hat, weil das soll gegen Vögel helfen. So, weißt du, so CDs an so einer Schnur und das spiegelt dann und dann schrecken sich. Hat nichts gebracht. Ey, wir haben alles probiert. Es hat nichts. Ich hab wirklich vor wie ein bisschen wie eine Oma. Es hat nichts gebracht. Ja, es hat nichts geklappt, Magramo. Ja, es ist wirklich, es. Aber vielleicht, Herr Ugles, beim nächsten Mal. Also, ja. Kauft euch eine Mini-Gewächshaus. Ja, vielleicht. Ja, haben wir sogar von Magazins bekommen. Aber das müsste ja auch irgendwie größer. Tilschwein gegen Vögel. Aber wie gesagt, wir werden. Aber Hauges, ja. Ich würde mich freuen, wenn du es neu schenkst. Ich sag dir eins, die Noah richtig traurig. Also, es war wirklich traurig. Also, da war sehr schlechte Stimmung. Und ich kann es verstehen, weil man gibt sich ja Mühe. Ne? Dafür haben die Vögel was zu essen gehabt. Ja, ich hätte halt auch gern Chilis gehabt. Wenn du willst, schicke. Sehr gerne, Hauges. Ich habe ja eh bald Geburtstag am 1. November. Oh. Und Lady Smallwood, danke für 5 Euro, vielen Dank. Putzi, bleib so wie du bist, bestell lieber schöne Grüße. Oh. Lady Smallwood, vielen Dank für 5 Euro, danke für den Support, danke schön. Und danke, dass du da bist. Und vielen Dank auch meine Lara für 5 Euro. Heute eine etwas kleinere Spende für dich, weil du der Beste bist und mir auch wert, und mir ist auch wert, jeden Dienstag und die anderen Tage, wo du schön warst. Also, oh, Lara, vielen Dank. Danke, Lara und Smallwood, vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Schön, dass du da sitzt. Wir sind beim Alien. Chat, es ist schon 9 Uhr und wir haben noch so viel vor uns. Wir müssen ein bisschen angasen. Vielen lieben Dank euch allen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Lara. Lara, ich erinnere mich an die letzten Male noch. Vielen Dank dafür. Habe ich nicht vergessen. Ich kann mich um die Ecken lehnen auch. Okay. Und ganz kurz auch danke an alle, die gerade zu... Danke an alle, die gerade zuschauen, auch an die Lurker. Vielen Dank auch an die. Dankeschön. Danke, dass das mein Job sein darf. Oh Gott, wie schaut es denn hier aus? Das könnte doch nur Alien gewesen sein. Das ist doch nicht Ungarn, Jusarin. Das ist Berlin. Alles gut, Kubia. Ich freue mich, wenn du einschaltest und mich nebenbei laufen hast. Wenn ich Stream schaue, habe ich sie auch nebenbei laufen. Und wenn das bei euch auch so ist, dann danke ich euch allen recht herzlich. Danke, dass ihr zumindest den Stream offen habt. Die erste Wand, die erste Mauer. I have to get in. Ich muss irgendwie reinkommen. Auf Duisburg passt es aber auch. Edmund, jetzt reicht's.
Wo bringst du uns nur immer hin? Ich will euch auch die schönen Seiten Berlins zeigen. Was ist der Lurk eigentlich? Lurk ist, wenn man nicht im Chat ist oder so und nebenbei was anderes macht und nebenbei den Stream offen hat. Das ist Lurken. Also du hast so nebenbei so als Beschallungen offen, ne? Das wäre gerade voll. Der hat doch gerade ein Foto gemacht. Moment, ich! Hey, war das nicht das Foto, was... Das war doch das Foto! Das ist doch das Foto gewesen! Das war das! Weil die ganze Zeit denke ich mir doch diese Zahl, dieses Datum, diese Uhrzeit. Dieses Foto ging mir nicht aus dem Kopf. Da hat... Hab ich von mir aus der Zukunft ein Foto gemacht? Das bin doch ich, oder? Das ist ja doch kein Foto. Das Foto ging mir nicht mehr aus dem Kopf wegen dieser Uhrzeit auch. Und weil das so ohne Grund hatte man dieses Foto. Hat irgendwer aus der Zukunft von mir ein Foto gemacht? Die Fuchsi? Warte mal, das sind so rote Tonnen und das ist doch die Mauer da hinten. Und das sind die Fässer. Hab ich aus der Zukunft von mir ein Foto gemacht? Und da ist jemand weggelaufen, genau. Aber warte. Ich bin da. Es gibt zwei Leute von mir. Es gibt mich aus der Zukunft und mich. Und der aus der Zukunft hat mich gerade fotografiert. Oder es ist halt wirklich wer andere. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass ich's bin und ich bin vielleicht in die Vergangenheit gereist mit der Zeitmaschine oder so. Das... Irgendwie, da, also vielleicht bin ich in die Vergangenheit gereist, um dann vor mich irgendwas vor einem Unfall zu bewahren oder so. Oder ist eine Alien-Version von mir. Aber auf jeden Fall, das ist das Foto, was... Weil das war auch ein Foto. Da hat er ein Foto von mir hier gemacht. Aber die Bilder haben wir in unserem Van gefunden. Ich weiß nicht, warum ich die Fotos habe. Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall... Ein Foto wurde hier von mir gemacht. Und das war ich da drauf. Das Foto wurde gerade von mir gemacht. Und ich hab's gehabt. Das heißt, aus der Zukunft hat mir ein Foto von mir gemacht. Und das muss offensichtlich jemand aus der Zukunft sein, der in der Zeit irgendwie zurückgereist ist. Das muss so sein. Aber richtig geil gemacht. Finde ich richtig stark. Ist ein super Spiel. Wirklich. Also, ihr habt noch nichts gesehen. Ich hoffe, dass es auch gut bleibt. Aber bis jetzt... Es ist wirklich gut. Also ich habe schon echt sehr viel teure, schlechte Eurogames gespielt. Polypost, danke für den Monat. Finde ich schön, dass du da bist. Also bis jetzt finde ich es Bombe. Ich bin während meinem Lurk am Nähen. Tanja, kann ich Ihnen empfehlen, man die Schreckkraft ist so wieder kaputt, wenn man schreit, könnte man sich ursprünglich den Finger nähen. Oh Gott, Tanja, ich hoffe, es ist nicht passiert. Woher weißt du, dass das da... Was? Woher weißt du, dass du das bist? Man hat ja eine Karen. Nee, aber es könnte auch wer anderer sein. Aber ich ging irgendwie davon aus, dass ich's bin. So als Twist. So, weißt du, dass ich... Das erschien mir irgendwie plausibler, als es irgendjemand anderes ist. Aber es könnte auch wer anderer sein. Hab ich aber nie gesagt. Da würde ich aber nicht reingehen. Hallo, EuConnect. Oh Gott, was passiert mit mir? Das ist doch Metall, das gerade angezogen wird, oder? Ist da vielleicht Alien? Und was ist das am Rand, diese schwarzen Dinger? Ich dachte irgendwie, das ist irgendwie so Metall, das angezogen wird von irgendwie so einem UFO oder so, oder? Weil das alles... Oh, ich bin auf der anderen Seite jetzt. Oh, das ist aber eine sehr sichere Mauer. Oh, oh. Und warum tust du es dann? Ah, ich kann doch Vermutungen aufstellen. Also, ich kann... Irgendwie erschien es mir plausibel, dass ich gerade ein Foto von mir gemacht habe. Keine Ahnung. Es erschien mir einfach plausibel. So. Und das finde ich auch, glaube ich, eine interessantere Story, als wenn es irgendwer anderer war. Habt ihr es gesehen? Der hat gerade irgendwas in sich stecken gehabt. Gibt es für so ein Handy? Ja, rechts unten war man hier zu sehen, gell? Was habe ich auch gesehen?
Ich warte immer noch aufs Alien, Kuschelfussel. Cozy Night? Hallo Eumeline, meine Hübsche, wie geht es dir? Das ist so ein gutes Spiel. What the hell? Hatte der hier schon Gewehrmittel? Der hat irgend schon Gewuchere in sich gehabt, ne? Genitos, wir sind gerade in Berlin. Schön, dass du da bist. Können wir eine Trinkpause machen? Luchmosi, trink was. Oder wie meinst du? Luchmosi, dann setz dich jetzt hin, trink was. Lars Michael. Werden wir jetzt verrückt? Nur darf ich ein Wasser haben? Bradley Newsom. Achso, sind das die Leute, die jetzt daran gearbeitet haben? Ich habe mal gehört, es war eine Person. Vielleicht haben wir aber auch mehr, weiß ich. Ja, ein Taturo auch. Und. Ich hab nur geschaut, ob der Chat vielleicht gerade daheim ist. Der wäre geknackt. Ich wollte euch besuchen, kommen, Chat. Ich gehe aber auch diese Stufe mit Schwung. Oh Gott, das will noch. Ah, ich kann es nicht lesen. Barbara, glaube ich. Barbara, lass das schmecken. Prost auf dich, meine Hübsche. Du musst früher schon mal da gewesen sein, die Tür ist kaputt. Ja, vielleicht war ich da schon mal. Putzimmer, die Tür steht dir immer auf dem Haruges, so süß im Haus. Ich hoffe, sind sie mal in Wirklichkeit, mein alter Aufschneider. Der Haruges, ich sag's immer wieder, aber ich finde zu cool, der hat einen Job, der schneidet Leichen auf. Ich sag's oft, aber sein Job ist, dass er irgendwie Leichen aufschneidet. Und dann ist irgendwer gestorben und dann schneidet er auf, schaut, was er gehabt hat. Und das macht Haruges, das ist ein Job. Voll cool. Das ist stark, Tigerkili. Okay. Ah! Oh Gottes Willen, oh, eine Donation! Kanjiro, danke für 10 Euro! Dankeschön! Ich wünsche einen schönen Abend. Kanjiro, ich habe so einen geilen Dienstagabend gerade. Kanjiro, danke für 10 Euro! Nui! Der Deckel fehlt. Nui. Okay. Danke, Kanjiro, für 10 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Babsi, ich liebe deinen Namen. Bitte heiß so. Ich liebe deinen Namen, Babsi. War da Alien? Kanjiro, danke für's noch. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ich hoffe, du hast einen mit uns. Und hallo Avolette und hallo Melanie, zwei Süßen. Wie geht's euch? Was ist? Komm ich da rein? Hä, da leuchtet was. Da piept, da blinkt was. Fuchsi, da blinkt was, die Fuchsi. Ist das laut? Danke, Nui. Mein Arm tut noch ein bisschen weh von der Epfolendra. Aber das wird vergehen. Blauer Fleck, Bissi ist immer. Das kann passieren. Wie komme ich denn da runter? Was ist das denn? Wie komme ich da runter? Hallo, Jajari. Kannst du vielleicht dazu unstörbare Vase draufballern? Weil das so gut schmeckt, gleich nochmal ein großes Paket bestellt. Ja, Babsi ist ja okay, aber Barbara hat mich mit dem Arm nur gesagt, wenn sie sauer war und so tun, hat mich Barbara... Ah, Babsi! Barbara finde ich aber auch nicht schlimm. Barbara, so heißen immer viele Leute, also... Aber ich mag Barbara. Ich finde den Namen gut. Also, das hilft ja nicht viel, wenn du deinen nicht magst, aber ich mag den Namen. Vielleicht hilfst du doch was. Barbara! Auf dich. Ich finde, was schmeckt dir am besten, Babsi, sorry. Was schmeckt dir am besten? Ich glaube, darunter kann ich, oder? War da nicht irgendwo ein Loch? Nee, hä? Wie komme ich da runter? Hä, wie... Ah! Luch, nee. Doch. Hehehe, der Wurm ist drin. Oh. Nicht zitieren, bitte. Alles schmeckt mir, aber ich bin eigentlich bei einem Vanille-Erdbeer-Fan. Oh, krass. Okay. Ist der Alien über mir?
das ist doch... What the... Da würde ich nie und nimmer würde ich da reingehen. Nie und nimmer. What the... Annie Gregor, meine Hübsche, wie geht's dir? Ich hoffe, man sieht sich wieder mal. Und wem sich diese Woche auf der Polaris am Wochenende. Ich bin diese Woche auf der Polaris. Nächster Stream, Donnerstag. Donnerstag, nächster Stream, 18 Uhr. Wir spielen The Quarry und wir spielen die schlechten Enden. Wir werden jeden sterben lassen. Wir machen alle schlechten Entscheidungen. The Quarry, alle werden bei uns sterben. Donnerstag, 18 Uhr. Nisteria, Kiangi, BB Games. Ja. Also wie gesagt, diesen Donnerstag, 18 Uhr, nächster Stream, nicht Freitag, weil ich bin am Freitag schon weg, aber Donnerstag, 18 Uhr, nächster Stream, The Quarry, alle schlechten Enden. Diesen Donnerstag, genau, Zuckerin, ja. Guck doch nicht auf den Chat, spielt doch einfach mal weiter. Replay Witch, aber deswegen stream ich ja, damit man auch mit dem Chat reden kann und so, ne? Deswegen streamt man ja auch, sonst könnte ich es ja wirklich alleine spielen. Ne? Peppels, danke für zum Monat, dankeschön. Da sind sicher viel Spinn drin, Leute. Und es ist hier drin so richtig modrig und so feucht, weißt du? Und es riecht nur so nach altem Holz. Und 1000 Spinnen sind hier drin. Hallo, Rascal Taubenmensch, schön, dass du da bist. What the fuck? Was ist das denn? Was ist das für Geräusche? Was sind das Frösche? Das könnte aber auch... Könnte doch der Alien sein. Hallo Nightcrawler, Mensch, wie geht's dir? Das ist doch ein Turm, großer, oder? Was ist das denn für... Ist das... ich glaube, ich bin in einem Moor, oder? Ah, das Leuchtturm... Nee, also Leuchtturm, aber so ein... Signalturm. Ein 5G-Turm. Ich habe es immer gewusst... Das macht uns alle verrückt, das 5G. Ich hab's gleich gesagt. Wie komm ich jetzt? What the fuck, was ist das denn? Ah, natürlich. Ja. Naja, gut, okay, jetzt ist es klar. Natürlich, das ist das Kraftwerk, was man beim Krönkel braucht, ne? Also was bei dem so am Dings, also was der an Strom frisst in seinem Haushalt. Na klar braucht er so und ne, das ist ja ekelhaft, ne, das haben wir eh gedacht, natürlich. Ja, also... Erbsen, danke für 10 Euro, vielen Dank, dankeschön, vielen Dank. Ich sehe wieder Grusel und heute wieder, bin dabei, war heute mit meinen Mädels, ich hab's gehört. Erbsen, ich hoffe es war schön, danke für 10 Euro, vielen Dank. Danke Erbsen, vielen Dank. Wie geht's dir? Und die Flummelchen hat's mir schon gepetzt. Ich bin im Bilde. Erbselse, vielen Dank. Dankeschön. Nee, ich kann hier nicht rein, oder wie? Ich dachte, ich muss hier rein. Okay. Chat, seid ihr so, Taritro, ich lade es auf meinen Zweit-Channel hoch. Ja. Ich lade es wahrscheinlich morgen schon hoch. Du glaubst nicht echt an die 5G-Schwurbel? Quatsch. Nein, das war natürlich ein Scherz, Leute. Ich glaube, ich gehe mal den Kabel nach. Hallo, Setsuru, meine Hübsche, wie geht's dir? Der hat die Gaststätte verputzt. Haben wir eh gedacht. Da hat gerade irgendwer geredet, ich hab's gehört. Erbselse und Kanjiro, danke euch beiden nochmal. Dankeschön. Hallo, Mirikiri. Ich muss dieses Dings danach, aber ich weiß nicht, was es ist. Ist es Elend-Technologie? Hallo Dibi, meine Hübsche, wie geht's?
Game ist. Ich find's auch so gut, Jenny. Ich dachte, hey, das geht. Das sind einfach ein Haufen Kabel, die nach oben gehen und weitergehen. Ich sage euch, das ist Elend-Technologie aus Ungarn. Ich meine, es ist Ungarn, wo wir gerade sind, aber. Sieht ein bisschen aus wie Half-Life 2. Wer sich erinnern kann, diesen Riesenturm, die Zitadelle oder so, wie die hieß, ne? Immer diese Ungarn, immer. Du folgst gerade Erik ISDN-Leitung. Ja. What the hell? Das hört da einfach auf, das Feld? Und dieses Open Field mag ich jetzt fast noch weniger. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... So offenes Feld ist fast noch unheimlicher, weil man sich so verloren fühlt. Und gehört es so? Ich dachte irgendwie, ich muss dem nachgehen. Ich kann noch laufen. Ich glaube, es ist schon gewollt, dass ich dem nachgehe, oder? Was ist passiert? Es leuchtet rot. Jetzt noch Jumpscare. Hallo Mifurio, hallo mein Schatz. Jetzt ist rot geworden. Oh! Das schwebt alles! Wenn ich springe, wenn ich weggehe, dann schießt mich das weg! Wenn ich springe, schaut mal, ich springe jetzt! Das drückt mich so weg, das Ding! Und es schwebt alles! Alien-Technologie. Aber oh. Oh, what the fuck? Was ist das denn? Was ist das? Oh! Alien! 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 Oh, what the fuck? Was ist das denn? Hä? Oh, ich geh lieber. What the fuck war das denn? Alien! Alien! Hey, ich kann, wo soll ich hin? Ich kann... Wo soll ich hin? Zum Licht oder wie? Alien, Alien, komm! Ich hab's gewusst, Chat! Es, von Anfang an hab ich gesagt, das Alien ist da. Und ihr habt's gesagt, nein, geil, Alien. Sehen Sie jetzt selber, Beliefer. Oh. Was kann man dich, warte, ich habe so ein Flaschel. Nehmt das Flaschel! Wie kann ich Flaschel saufen? Was ist das denn? Lass mich das, brauche ich vielleicht Mini-Sanity vielleicht so weit unten? Gesagt hab ich's, Ramses! Hallo, ich würde gerne mit dem Nuckelfläschchen. Ja komm, zauf's! Ah! Hab ich's genommen? Nee, ich hab's am Boden gekriegt! Wie? Ja, nutz es! Heavy! Getroffen hab ich's jetzt! Achso, es hat nichts gebracht, okay. Ich dachte, ich hab schon. Okay. So, was ist es? Hallo, süße Tante. Oh, ich sehe nichts. Es ist wirklich sehr dunkel. Und rechts ist doch voll. Ja, aber irgendwie... Oh, Alien! Es sieht... Nicht zum Licht, aber wo soll ich sonst hin? Meine Frisur! Tijari, du bist doch mit Glatze schön! Oh, Alien! Ich seh's, Alien! Da ist es, Alien! Da ist der Kopf! Da ist es, Alien! Mach ein Foto! Da ist es, Alien! Ich hab's immer gewusst, dass es existiert! Ich hab's gewusst, es ist da draußen!
Oh Gott, wie viele Alien! So viele Alien! Mehr Alien, als ich gedacht habe! Das ist großes Alien! What the hell is happening? Ich kenne mich gar... Was ist das? Sind das die Ungarner? Das waren die Ungarner! Oh! Ich glaube, das sind Menschen, vielleicht seine Sklaven oder Phönik. Ich habe keine Ahnung. Edelweiß, danke für 8 Monate. Aus der nächsten Episode... Ich glaube, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch, glaube ich. Das Ende, was ich kenne, ist ein anderes. Das ist... Ey, Chat, ich bin gerade sehr happy, dass ich diese Perle entdeckt habe. Oh, ich freue mich so. Das ist so gut. Du, Kagda Kam, ist nur eine Demo. Das ist nur eine Demo. Hä? What the fuck is happening? Bin ich jetzt... Hallo, Rablo, mein Schatz? Wer hat ein solides Ende? Absolut. Wann Vollversion? Keine Ahnung. Hab ich... War da gerade irgendwas? Episode 2, Adit. Episode 2? Spielen wir jetzt Episode 2? Episode 2? Okay, Chat. Das wird 2 YouTube-Videos, weil super geil. Okay, Chat. Episode 2. Horror Alien kommt auf YouTube. Hallo YouTube. Sagt mal alle Hallo YouTubes. Alien Teil 2. Wir sind wieder dabei. So. Letztens entführt worden. Ich hab schon gar keine Ahnung mehr, was alles war. Antonia, kommen Sie rein. Habe ich keine Taschenlampe mehr? Okay, Episode 2. Hallo Alien YouTube, Ramses. So ist es. Sag's ihnen. Kann ich da irgendwie Licht machen? Wo bin ich jetzt drin? Aber... Moment, ist das wirklich Episode 2? Weil das hängt so gar nicht zusammen. Ist es vielleicht, weil es ist eine Demo, es ist eine Demo. Ist das vielleicht ein Sneak Peek zu Kapitel 2 als Demo quasi so? Das ist ja so ein Raumschiff. Jo, könnte sein. Also es ist auf jeden Fall wieder Alien. Damit wir uns verstehen, Papsi, gell? Das sieht aber auch eher so wie ein U-Boot, ne? Weil Alien-Technologie stelle ich mir anders vor. Du bist entführt worden. Ich bin entführt worden, Blümi. Aber, nee, Moment, das macht aber keinen Sinn, da ist überall Wiese. Also, außer die Aliens sind jetzt in die Botanika gegangen, das ist was anderes, ne? Aber sonst... Also, weil es ist schon immer noch irgendwie... Aber ja, die Idee ist gut. Na, also, kann natürlich sein. Kommen wir nicht runter. Entführt und dann gecrashed. Na, ich weiß nicht. Sieht das aus wie ein Alien-Raumschiff? Das sieht schon nach menschlicher Technologie aus. Das könnte auch so noch so eine... Das könnte auch so ein Bahnhof in Berlin sein. Das könnte auch jetzt noch so eine U-Bahn sein. Kommt. Also wenn jetzt nicht die Treppe rauf... Der Dönerverkäufer mit Ulu Dank ist, würde es mich nicht wundern. Also, alle Möglichkeiten offen. Wie gehe ich denn diese Treppen rauf? Bin ich selber Alien oder wie? Duisburg frisch renoviert. Weggeportet, weil zu neugierig. Hat damals eine Riesspinne in der Bude, als mein Freund joggen war, der musste auch sofort zurückkommen.
nur eine Frage. Ich schaue mich gerade um, ob bei mir eine hockt. Weil ich habe nämlich die Noah daheim. Und die Noah ist meine Spinnenjägerin. Die beschützt mich. Gell, Noah? Wenn eine große Spinne kommt, die Noah mich beschützt. Oder die Maymay. Oder der Bodenseeluch oder so. Oder der Malek. Oder das Mondmädchen. Oder der Elbmartner. Die kommen dann alle. Ja. Die Noah soll auch mal vorbeikommen bei einem Schlafzimmer. Der Tode braucht Hilfe. Ist das... Das ist... Ich bin doch in einer Mine oder sowas drin, oder? Was hab ich da denn? Some kind of... Ein Alien-Artefakt! Kann nur kurz vorbeikommen. Mann, es kommt ein Hund unterwegs und im Bad ist eine. Okay, Noah... Kannst du zu Mrs. Sojabohne gehen, die eine Spinne im Bad? Noah, komm vorbei. Kein Problem. Hallo Wolfmann. Lach nicht dann aus, wenn du schreist. Hack. Er mag der Chat auch sehr gerne, ne? Ein Revolver? Warum brauchst du einen Revolver? Ich will nicht schießen. Salz? Medizin? Macht, achso, da sieht man Items leichter. Ah. Okay. Und Munition. Okay. Das ist die Demo von Kapitel 2. Weil wir haben Sachen, die wir nie aufgehoben haben. Na, es würde keinen Sinn machen, wenn das Spiel so Sprünge macht. Aber ich glaube, das Ding ist nämlich, wenn du nämlich diese Founders Edition holst, so steht es auf deren Seite, dann kriegst du die zweite Episode auch. Und ich glaube, er meinte damit, du kriegst die Demo von der ersten und von der zweiten. Weil es macht keinen Sinn, dass du jetzt Items hast, die du vorher nicht hattest. Weißt du, das macht irgendwie keinen Sinn. Ist eine ist ein Pistolen, genau. Aber wie nehme ich die Pistole? Warte mal. Hä, was habe ich jetzt? Oh! Hände in den Höhen, Sweet Tante! Okay, ich habe jetzt auch eine Knarre. Sieht aber krass gut aus, ha? Ich hoffe nur, eine Sache hoffe ich, dass es jetzt kein Shooter wird. Weil ich fand, ich brauche in einem Spiel, brauche ich mich nicht verteidigen. Ich bin lieber das Opfer. Weißt du, ich laufe lieber weg und so. Das ist immer geiler, als wenn ich fange. Deswegen Mario Resident Evil am Anfang mehr als am Ende, weil am Ende ist Resident Evil dann ein Shooter. Am Ende wird Resident Evil immer zum Call of Duty. Und es kann aber gerne bei mir auch der Horror sein. Hier, Rablo, danke für 25 Euro. Dankeschön, vielen Dank. What the fuck? Ah, Alien! Da war Alien! Danke, dass du mit dem Spiel gespielt hast, Rablo, ich lese gleich vor! Danke, dass du... Da war der Alien! Danke, dass du mit dem Spiel gespielt hast! Ich hoffe, du hast die erste Episode gemocht und ich bin... Und ich kann dir versichern, dass da sehr, sehr viel mehr kommt und noch viel mehr Chapter. Aktuell... Episode 2 Edit ist Edit ist zu 90% fertig und komplett fertig, spielbar von Anfang bis zu Ende. But this number can be very based on your support. Aber es hängt sehr von euch ab, es hängt sehr davon ab, von euren Support. One of the hardest tasks while creating this game was to keep it within my scope and the fact that you're reading this meant that I have succeeded. Ah, das ist aber süß. Eine der schwierigsten Sachen, während ich das Spiel gemacht habe, war, dass es halt in meiner
in meiner Fähigkeit quasi, dieses Spiel zu erstellen, also in meiner, finally. However, with your help, my scope can be expanded way beyond its current limits. Okay, also, mit deiner Hilfe kann ich das Spiel weiterentwickeln, so weit es noch geht. Ah, oh, wie cool. Also alle die Leute, die was wirklich jetzt sagen, komm, ich will das supporten oder sowas, das Spiel heißt, vielleicht kann die Usarin das Spiel auf itch.io raussuchen und den Link posten. Kann man machen. Täusche es oder sind die Unity tatsächlich ein klein wenig besser geworden? Ich habe kein Bossschimmer, weiß ich nicht. Aber also, ich glaube, Episode 2 können wir auch bald spielen. Ich weiß es nicht, wann es rauskommt. Rablo, danke für 50 Euro, danke schön. Hat meiner Freundin dir gezeigt, wenn ich vom süßen Putzi rede, nachdem du mich an dem begrüßt hast. Oh, Rablo, das ist aber süß. Vielen Dank. Lieber Rablo, vermisst habe ich dich. Danke für 50 Euro. Und schöne Grüße auch an die Freundin. Oh, vielen Dank. Oh. Das war so gut. Ich hätte das Ende noch gerade abgeknallt. Oh, Founders Edition, die habe ich. Ich glaube, es gibt aber nur die. Wenn du die Founders Edition hast, kriegst du exklusiv Zugang zu der zweiten Episode. I have plans to release it for you in its current state and its early version, but it's coming together nicely. Okay, also, wenn du die Founders Edition hast, kannst du die zweite Episode quasi früher spielen. Und ja, so. As a solo developer working on this relatively large project, it can be challenged to keep up. By the way, there is nothing between me, the developer, and you, the player. I would love to hear your thoughts about the game. Stay tuned for the next installment and okay, the game was insane. He probably won't hear this, but the game, Adam, the game was insane. It was one of the best horror games I've played recently. The only thing I hope it's not becoming a shooter. Because that's why I don't like Resident Evil at the end. Because it's a shooter. It's supposed to be a horror game. Why it's a shooter suddenly? That's the only thing I hope. I hope it's not going to the shooter. I want a nice mechanic walking around. Oh, alien, spook, jumpscare. Ah! Then the UFO flies over my head. Sometimes I shoot. But don't let it become the 1 million... Don't let me become America versus the alien. I don't want to shoot all the aliens at once. Let them come. I shoot them once. I'm scared. But if they become a shooter, I'm not scared of the alien anymore. Because the alien, it's just a Zielscheibe. It's just a target. I shoot and it's gone. You know, the threat begins when it's not coming too many times. That's the only thing. But it was insane. If you keep it up, it was incredible, it looks so good, Adam, what have you done? Amazing game, Chat, if you post a heart, that means you like it. Wenn ihr ein Herz, Chat, postet, if you post, make a heart, it means you like it. If you like the game, because, make a heart, macht's ein Herz, wenn euch gefallen hat. Make a heart if you liked the game, if the developer sees it. It was amazing, it was so good, holy shit, Adam. It was insane, it was incredible. I played many horror games, but this was one of the best recently, I swear, it was insane. It was amazing, Adam, what the hell have you done? Give me second episode. I want it now. But I'm a little bit confused, is the first episode finished? Because the ending was a little bit, I don't know what's going on, you know, but hopefully it was amazing, it was so good. Keep it up, really. I want my aliens, Jamie. I want my aliens, but don't make it an ego shooter game. That was it, because I liked it. That it's always spooky. Sure, let me shoot them once, but you know, your English is very well, Caroline. Yes, that's it. Yes. Fugitogabe, danke für mich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass der Adam das sieht. Ich hoffe, der Adam sieht's. Adam, if you hear, say something. Adam Duby. Adam. Pah! Ich hoffe, dein Your English is so on free. Yes. Ich hoffe, ist er da? Es wäre so cool, wenn er da wäre. Ich würde mich so freuen. Manchmal ist das so. Oh, das sind die ganzen Supporter, oder? Oh, das sind so wenige. Oh, das sind nicht... Oh, das sind so wenige. Aber die haben's... Also, es ist wahrscheinlich jetzt erst größer geworden, ne? Aber ich würde mich so freuen. Oh! Das war so gut. Das war so gut. Das war eine der besten Horror-Games die letzten Tage. Ich schwör's. Insane. Tadja, wir sehen uns hoffentlich am Samstag auf der Polaris. Ja, aber ganz sicher auch. Vielen Dank. Aber vielleicht sehen wir uns am Donnerstag. Donnerstag nächster Stream. Wir spielen am Donnerstag nämlich The Quarry und wir spielen das schlechte Ende. Ja. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, unterstützt das gerne.
Ja, es war ein sehr gutes Spiel. Also wirklich, unterstützt es gerne, holt es euch auf itch.io, glaube ich, kostet 8 Euro. Wirklich, das war ein super Spiel. Wirklich, wirklich. Ich hoffe wirklich, dass das, ja. Not all day is individuals required. Fand ich richtig gut. Aber war insane. Wir spielen aber jetzt weiter, Chat. Wir sind noch lange fertig, ne? Wir spielen noch ein bisschen weiter. Ich hätte mich aber so gefreut, wenn ich die zweite Episode noch ein bisschen spielen könnte. Schade. Habe ich schon alles verpasst. Patrizias erstes Spiel hast du ziemlich verpasst. Ja. Leider. Also wenn ich was großartig, auch das Sound war krass. Insane. Hä? Oder... Hey, geht's weiter? Nee, Jenny, der bleibt oben. Geht's weiter? Ist das das Ende? Mal schön Abspann gucken. Shiro, kennst du das Spiel? Jetzt bin ich im Raumschiff! Blümi, jetzt sind wir da! Ich glaube, dass sie sterben sollen. Ist das nicht so? Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Press Caution. Ha, Mr. Waldtier, du hast leider eine der besten Orientierungen letzten Tage verpasst. Was jetzt? Hallo Waldtier, mein Hübscher. Oh! QR-Code? QR-Code, ich scanne rein. Ich scanne rein, ich bin drin. QR-Code. Ah! Chat, ich hab QR-Code. Chat, ihr könnt's alle QR-Code machen. Macht's alle QR-Code. Wenn ihr wollt, macht's QR-Code. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das kam dabei raus. Donnerstag, der Quarry, Jesse, wir machen das schlechteste Ende. Das kam raus dabei. How do I solve this? Die Leute chatten gerade darunter. Find buttons in hallway responding to one of the dashes. Button closes the... Das ist Code-Chat! Das ist ein Code! Ich habe geknackt! Das ist ein Code! 1, 2, 3! Sally, check, ihr könnt es alle noch scannen. Scannt den Code ein. Scannt es ein, ihr habt euer Handy. Bleibt nicht sitzen, wir sind im Edelraum. Weiterhin scannt den Code ein. Okay, so, ich muss irgendwie rauskommen, glaube ich, oder so, oder? Das ist vielleicht gerne Secret, die Kuchen macht mich nicht verrückt. Ich bin so nervös, das ist so cool, ich liebe das. Ich liebe gerade alles daran. Ich will das lösen! Aber warte mal, kann ich da was drücken? Kann ich da irgendwas drücken? Weil das ist ein Code. Ging bei mir auch nicht. Aha! Ging bei mir auch nicht. Was? If you're here, you know at least about the buttons. Mutzel, hilf mir! Warte, ich mach ein bisschen leiser, Chat. Ist ein bisschen laut, gell? Ich bin gerade im Alien-Raumschiff, ist wirklich laut. Also für, warte mal, ganz kurz. Kann wer von euch, bei wem der QR-Code funktioniert hat, kann den Link wer posten, damit die anderen den vielleicht auch aufmachen können? Dankeschön, kleines Fähnchen. Genau das ist es. Ja, danke, kleines Fähnchen. Es ist von Pastebin, genau. 157, genau. 1... Nee, nicht 157, oder? You know at least about the buttons you have to press, but you might not be aware of exactly what crosses. For non-spoilers, look very carefully for more buttons around the area. And pay close attention to the surrounding edges of the things. But okay. Also, da ist ein Knopf voll. Ein Knopfi. Max Mustermann, du musst ganz weiter runter scrollen. Ja, okay, unten steht die Lösung. Aber okay, wir müssen. Ja, aber da ist ein Knopfi. 1, 2, 3, okay, 3 Knopfi,
Vierknopfi. Vierknopfi? Akira Kunai, danke für den Sub, danke schön, herzlich willkommen. Habt ihr eine Ahnung? Also ich hab... Ah, da kenne ich auch Knopfi. Auch noch ein Knopfi? Warte mal. Ein, zwei Lichter? Warte mal. Da oben sind Lichter. Zeigen mir die Lichter an, was, um was es für eine Tür sich handelt. Das sind zwei Lichter, aber das sind überall. Die sind... Okay, also, ganz kurz, Chat. Hier auf den Dings. Boah, also hier. Ich werde immer sehen können, aber schaut mal her. Seht ihr das? Ist spiegelverkehrt, müsst halt jetzt euren Kopf umdrehen. So, und da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da 1 ist 1. 2 ist 4. Also 4 Striche, bei 2 sind 4 Striche. Bei 3 sind 2, 4, 6, 7. 6, 7, ich glaube 7 Striche und so weiter, ne? Also bei jeder Zahl nummeriert sind mehrere Striche. So, genau. Und ich glaube, ich muss in einer bestimmten Reihenfolge diese Knöpfe drücken. So. Akira, danke für den Sub, gibt's mal da, Akira. Ein paar Kakteen ist zum ersten Mal da. So. Haben die Knöpfe bestimmte Filine? Genau, Shinra, das überlege ich auch gerade. Aber, schau mal, wenn du hier den Dings hast... Da sind zwei so Dinger. Und ich dachte vielleicht, aber das sind überall nur zwei. Schau. 2, 4, 6. Nee, das sind 6. Warte mal. 2, 4. Das sind 4. Aber das sind zwei. Das kann doch nicht so sein, oder? Akira, sehr gut. Vielen Dank. Das kann doch nicht so sein, oder, Chat? Woher weiß ich, welche Tür wie viel Lichter es hat? Weil da, diese weißen Dinger. 2, 4, 6. Oder was sagt ihr? 2, 4? Ich glaube... 2, 4, 6. Nee, das ist überall 6. An den Stromkästen selber. Ich habe gedacht, blinkt das vielleicht unterschiedlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Der Rhythmus ist dasselbe. Der hat einen Strich? Die Metallstreifen um den Knöpfen? Wo ist der Metallstreifen? Ist da, warte mal, ist das eins? Seht ihr, ganz oben ist so ein Ding. Ist es das? Da ist ein Ding. So eines. Er macht es sich so viel schwieriger. Ich kenne das Rätsel halt nicht, sorry. Entschuldigen, dass du chattest. Ich kenn das ja nicht. Guck mal an den anderen. Ja, wollte ich gerade machen, genau. Da. Oh, da sind auch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das ist der letzte. Das ist das letzte, was wir drücken müssen. Das ist das letzte. Chat merken, das ist das letzte. Das ist das letzte. Das ist das erste. Eins. Okay. Okay. Chat, ich bin. Smart. 4. Okay, 4. 4 ist 4. Okay, 4 ist 4. 4 ist 4. Aber wo? Warte mal. Okay, 4 ist 4. Wo sind die anderen? Shit, ist das spannend gerade oder bin ich der Einzige, der das gerade cool findet? Oder findet sie auch ganz cool? Nee, das ist das Letzte. Da ist 4. Hat das nicht zwei Linien? Okay, warte mal. Okay, wir haben einen Stromkasten, wir haben dann den auch noch. Aber keine Ahnung, was der bedeutet, weil der hat ja gar keine Striche. Okay, ein Kasten, 2. 3. Da... Ich dachte, das sind 2. 3, 4. Fünf. Sechs. Okay, es sind genau 6 Kästen.
6 Codes. Okay. Okay, also für die Leute nochmal, hallo Tinette, meine Hübsche. Nochmal ganz kurz, das ist der Code. Wenn ihr, könnt es gerne daheim probieren, diesen QR-Code scannt, dann werdet ihr auf diese Seite weitergeleitet. Und auf dieser Seite ist ein Code. Und das sind die, in welcher Reihenfolge wir die Strichcodes. Aber was ich nicht verstehe ist, welcher, was ist das? Welche Zahl ist das? Welche Zahl ist das? Weil da haben wir keine Striche. Bei denen haben wir einen Strich. Da oben. Das ist ein Strich. Aber ich habe bei denen... Ich habe... Hier haben wir auch keinen Strich. Hier bei dem. Push it. Hallo Wolfmann. Hier haben wir Striche. Vermutlich Reset-Bestätigung. Stimmt, das kann nur Reset sein. Die letzten sonst, wenn alle anderen findet. Und da haben wir auch, also wir haben drei Briefstromkästen mit drei Codes. Was uns fehlt? Uns fehlt eines mit zwei Strichen. Einfach nur zugucken, gibt es jetzt ja einen Hinweis. Wenn Ego wollte wieder abbauen, sie kann hören, aber nee, nee. Aber wenn auch wieder. Okay. War da nicht ein geschlossener? Warte mal. Ja, da war das da. Ich kann das drücken, aber ich weiß. Oh, da sind Striche drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, das ist der dritte. Das ist der dritte. Das ist der dritte, Chat. Das ist der dritte. Das ist der dritte. Was fehlt, ist Durchblick. Das ist aber nicht so schwer. Und links an der Wand noch, genau. Warte mal, da war er nicht irgendwo? Okay, da haben wir eins. Da haben wir, ja, aber da haben wir einen. Den, ist das der Reset-Knopf? Ich drücke ihn jetzt einfach mal. Ja, war es doch noch zu... Ist jetzt Episode 2. Ich glaube, ich habe keine Ahnung gesagt. Ich glaube, das ist ein Special. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Level, was einfach. Ich glaube, das ist ein. Das Level hat ein Rätsel, das man lösen muss. Und dann geht wahrscheinlich die Tür von der Kamling was machen wahrscheinlich. Habe ich was übersehen? Vielleicht da oben? Vielleicht da oben ist da oben noch ein Knopf? Bist du an der Decke so? Also es sind 6 Kästen und überall sind leuchtende Striche. Zähle überall und danach den Code. Der ohne Strich ist bestimmt der fehlende. Aber jetzt muss wahrscheinlich verwendet werden. Hier wird der Code angezeigt. Also kein Reset, glaube ich. Ich gehe noch an der Decke. Also wir haben jetzt hier, aber ist irgendwo am Rand. Weil ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Stromkästen. Da war ich jetzt mit der Blitzsymbol an der Wand. Du musst nur sagen, wo? Weil ich bin wahrscheinlich auch schon wieder weitergegangen wegen dem Delay. Schau mal nach den weißen Dreiecken. Das sind die Kästen. Oh, an den weißen Kästen. Okay, das heißt, hier ist ein weißes Dingsi. Hä, aber wo ist denn da einer? Wo ist da ein Knopf? Ich glaube, wir haben zu wenig. Also, was hier oben vielleicht? Ist das vielleicht irgendwo versteckt? Nimm du, er geht der zwei unter dem Knopf. Bullet richtig. Der hat zwei. Hier, das sind zwei. Das ist der. Okay, 6. 2 ist 6. Okay, da stimmt. 2. Das sind 2. 2 so kleine Dinge unterm Sitz. Das ist 2 so. Genau, richtig. Ja, da, richtig. Dankeschön. Das ist kein Reset-Knopf. Okay. Okay. 2 ist 6. Genau. Okay, 1, also 3, 4, ich glaube, mir fehlt ein Kasten, 5, mir fehlt ein Kasten, Chat, mir fehlt ein Stromkasten. Mir fehlt ein Kasten, das ist, glaube ich, kein Kasten, oder? Ich glaube, mir fehlt ein Kasten. Ich habe nämlich nur 5. Oder?
Ja, ich glaube, ich habe nur 5. Ramses, dankeschön. Hatten wir nicht 6 Knöpfe? Nee, ich glaube, ich habe mich verzählt vorhin. Also, wie gesagt, also, was, immer da hänge ich immer irgendwo. Also, könnt ihr ja selber jetzt mitzählen? 1, 2, 3. Vier. Fünf. Hallo Michi, mein Schatz, wie geht's dir? Boden über dir. Boden? Warte, schau mal rechts. Halt die Augen offen, vielleicht sieht sie was. Im Gelände ist wohl ein Kasten in Richtung der Eingangstür. Im Gelände? Hallo Keule, da ist er doch, der schönste Mann. Wie geht's dir? Wir müssen das Rätsel lösen. Andere Seite, oder? Achso, vielleicht andere Seite. Kann auch sein. Ja, da ist es. Da ist der letzte. Wie viele Striche hat der? Wie viel? Da sind die Striche. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Okay. 2 ist 5. 2 ist 5. Habt ihr aufgeschrieben? 1 ist 1. Okay, schön. 1. Warum? Also nochmal. Da am Rand stehen Zahlen. Da am Rand stehen Zahlen. Und daneben sind Striche. Und die Striche sind die Striche im Spiel. Und am Rand sind die Zahlen. Und ich muss es in der Reihenfolge drücken. Also 1, 1 ist 1, 1 war da. Okay. 6 ist 2. Wo war nochmal? 2 ist 4. 2 ist 5, sorry, 2 ist 5. War nicht hier 5? 5, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist der zweite. Okay. Der dritte ist 6. Nee, 2, 4, 7. Wo war 7 nochmal? Wo war 7? Wo ist 7? Da ist 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist 7. Okay, 7. 4 ist 4. 4 war hier. 4 ist 4. 5 ist unglaublich viel. Das ist wahrscheinlich dann 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das muss der sein. Und 6 ist 2. Wo war 2? Jetzt sind wir drin! Chat! Alien essen! Jetzt werden wir Alien essen! Ja, in cooler Lauf! Danke fürs ganze Jahr, meine Hübsche! Wie geht's dir? Alien essen! Alien essen! Ha, ha, ha! Geil! Ja, Chat! Wir sind drin! Alien Steak, Akira und Ikuna! Danke euch beiden! Ikuna, wie geht's dir? Ein Jahr schon, meine Hübsche! Schön, dass du da bist! Jetzt wird Alien gefrühstückt! Noah, ich esse jetzt ein Alien. Was ist da hinten? Baltiel, möchtest du ein Alien haben? Wir essen jetzt eins. Ich will mit Aliens Pilar spielen. Was ist das denn? Kino.
Hä? Ach so, das ist ein Behind the Scenes, wie das Spiel gemacht hat, oder wie? Adam! Der Adam ist hier! Der Spielentwickler! Adam Doobie Games! Adam! I just... there is a clip somewhere! Can someone put... take the clip? Can... we made a clip for the game as a... What is it called? Review or a feedback. As a feedback. Adam! We just played it! And everyone was blown away. It is so good. It was so good. Adam, it was so whole. It was so good. Adam, the only thing we said is, that was my take, because it was so good. It looked so good. Holy shit, Adam, what happened? What have you done? It's so good. The alien thing, not many people do it. It's so, you know, there's a zombie apocalypse happening every month. It's okay. But the alien, we never see the alien, Adam. And we played it, and like I said, there was a review. People clipped it. Maybe you saw the clip. Watch it later. The only thing I said is that hopefully it doesn't become a shooter. That was my only take, because I really, you know, from Resident Evil, when Resident Evil, I always liked Resident Evil in the beginning, but in the end it becomes a Call of Duty. And that was the only thing I was hoping, that it's not becoming a shooter at the end, because there is the shooting mechanic, because I really liked it. But it's so good, Adam. I have such a big smile. It's so good. The only thing, I hope it stays a horror game, it doesn't become a shooter. That was the only thing I said. But it's your game. I really like the game when you feel a little bit helpless. But when you become America and shoot everyone, then it's a little, but it was so good. Adam, like I said, watch the clip. You can watch the ending, but it's so good, Adam. Holy shit, what have you done? So good. I said, seriously, we play horror games every Tuesday. And real talk, it was one of the best horror games I played recently. One of the best. It was so good. We play every Thursday, we play a horror game. Every week. And it was one of the best horror games we played so far. It's so good. Adam, please keep doing, please take your time. Don't let anyone rush. I told everyone they should buy it from itch.io. It's so good. Shooting controllers has a use in combat, but it's more like a puzzle element. Oh, amazing. Because I wanted to be that it stays a horror game, because it's so interesting. It was really good. Adam, amazing. And really, really good. Good job. Like, we just solved the puzzle. The only thing, is the first episode, it's not done, right? There was just, because we were a little bit confused at the ending. There was a little bit, you know, then there was the over alien, and the Hungary people were flying, but it was just, or is it finished? Because I'm a little bit confused at the end. Or is it just a part of this episode, like a small demo of this episode? The over alien, the big one. And we have seen the 5G antennas with the big cables. Huh? I'm working really hard on controllers. Is you okay? It was really good. And Adam, everyone liked it. Everyone loved it. It's just so good. And to be honest, we were really hoping that maybe the developer of the game is coming into the stream, because it sometimes happens. And we were hoping that you visit. So good. Thank you for coming by. It's really good. I hope it. I want to see more. And I hope it will be a huge success, because so far it looks so good. Really, really good game. Yeah. So yeah. Cool. Danke für den Sub. Dankeschön. Yeah, Fehler. Nee, it was really good. I hope it stays good. And I'm curious when it will be finished. But yeah. It's really good. Thank you so much. And I really like that you put on the theme, the what is it called? The alien theme. The alien theme was really cool as well. This was so interesting. Let me say, it's so interesting. I want to see what all these 5G towers are. I want to know if the alien, what the alien tastes. Adam. But standing is just a small segment of the episode 2. Okay. So when the game is coming out,
we will play probably like the first episode. Will it be longer? Or because it's so abrupt, you know, we go to the field, to the 5G antennas, the over alien, the flying people, and then it's over. And then you're in episode two. So, and Adam, I have a theory. Listen, Adam, someone took a photograph of me. You know, there's the sparrow, and then someone's taking a photograph, and you can hear small steps running away. I'll introduce new gameplay mechanics and every new verse. Okay. So do we have to play the episode again? But the thing is, I have a theory that the person who photographed me, that's me. I took a photograph from the future. And somehow I've traveled back in the past. And I don't know, I have the Wohnwagen. And there was this picture with the timestamp 20:50. And let me tell you, that's me from the future. And I don't know why I put the photograph in my pocket, but it's there. I don't know what happened. But yeah, that is my theory. Sonne wird uns sterben. Maybe it's my cousin from the future. Could be. But I thought it's more interesting if it was myself and I took a picture of me. You know, that's what amazing. Was so good. Ah, I loved it. Okay, edit has the same length and the same structure of the home. Okay. But it, like I said, it's a little bit confusing because I can't put it together in the current state. Maybe it will make sense in the final version. But currently, I can't put it together how everything connects. You know, because in the end, you get the field and the purple light and I fly. Yeah, a little bit confusing. But I hope it will be it will make sense in the final product. But very good, so interesting. Spoiler free death here, lol. But you are looking in the right way. Adam, thank you so much. It's so good. I hopefully, I can't wait for episode two. And like I said, Großang, kannst du den Link posten zu itch.io nochmal? Can someone post the link to the game? Like, if you want to support it, wenn ihr supporten wollt, the game, I think it's an itch.io is 8 Euro, you can pay with PayPal, it costs 8 Euro, you könnt es mit PayPal zahlen, there it is, buy it, support him, a really good game, please do, 8 Euros, come on, it's really good, let your grandma play, and see what happens. I become a bacon. Yeah, we're now at the end. Dankeschön, vielen lieben Dank. Thank you so much. It's so good, Adam. I can't wait. What's coming next? It's so good. Oh, it's so good. Oh. It was really one of the best horror games I played recently. Since 5 years, I play a lot of horror games, but this one, Adam. Adam, big fan, I love you. It was so good, game. Oh, it was so good. Cedric, danke fürs Gifted Sub. Dankeschön. Yeah, and my language is, by the way, German. So, it's not far away from Hungary. Sub. Ruralf, danke für 35 Monate. Dankeschön. Und der Only Darling, danke für den ersten Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Yeah, Elmart, it was really one of the best games. Yes. Oh, it's good. I mean, we're at the ending. I think that's it. But I'm not sure. We take a look. Ah, das ist die Map. Hallo, ist Radil. Ich will das Alien sehen. Oh, Adam. So good. It looks so good as well. It looks so good. And I hope... Oh, I thought the alien is dancing around here. And, but the game is in Unity, and there was a Unity, you know, hopefully you can figure it out. Adobe, Adam, danke schön. Adobe, danke dir. Danke dir, thank you. Yes, dear is you. Thank you. And then which country are you from? Well done. It's so good. Was für eine Musik jetzt? Deichkind. Oh, and Adam, I also would love to see, you know, you can do it. You have the ability to fly around the map. You know, they're like, you have the no clip feature. I made the music as well when I was around 17.
Adam, how old are you now? And are you the only one person who made it? Is it a single project? Is it only you? The thing is, I would love to fly around in the map and to see what's going on. To see the UFO from close up. I love things like this. I'm from Hungary. Oh, you're from Hungary. We're basically neighbors. Oh. But yeah, I would love to see to fly around and to see the UFO and the alien from close up. Like, this is one of them. Yeah, but I mean, that's a little bit of it, you know. But it's pretty cool. So cool. Kann ich vorgehen? Oh. Oh. Okay. Oh. We're basically nervous. Yeah, we're basically nervous. Austria. I'm from Austria, and Austria is next to Hungary. It's really close as well. So at least. Okay. I think that's it, right? Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht zu sehen, oder? Also ich glaube, das ist. I think that's it, right? Oh, ist dem. Oh, the alien! Da ist der Alien. Ah. Alien! Oh. Außer der Land with the Kängurus. Hallo, flummig, immer hübsch. Alien! Oh, Big Alien in the background. Große Alien im Hintergrund. Tut sich auch, als wenn ich aus der Dusche komme. Ja, sehr geil. Bin gespannt. Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, es ist also ein bisschen behind the scenes, aber ziemlich cool. Ja? So sehe ich auch, als würde ich aus der Dusche kommen. Ich glaube, es ist aber alles, ne? Also der. Oder am I missing? Nee, I think it's that. Oh, and. If you're interested to see more of the next episode, I have some unlisted YouTube videos in development log. It's called The Future of Zoonosis. You can find it above the download button on the. Oh! Adam! I will definitely take a look at it. Also, what I really liked was the. At the 5G towers. The whatever. What was it called? The shadow figure? Which was flying around? It was so cool! It was so cool! Yeah. But really good. Adam, great game. Can't wait to see more. Take your time. Yeah. Hopefully it will be a success. You definitely deserve it. Grüß mal, hallo, mein Schatz. Oh, hätte das Licht denn ausgegangen? Achso. Aber voll gut. Die Kuchenmanöver, danke, dass du da warst. I'm gladly sneaking in more updates. Yeah. Adam, can't wait. And like I said, take your time. Take your time. Or are you working full-time on this game? Frenne, vielen Dank für 17 Monate, Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich glaube, das war's. Oh, es war so schön. Oh. Okay, meine Putzels, aber wir haben noch ein Spiel. Wir haben noch ein bisschen was. Wir sind noch nicht fertig, Chat. Okay, but Adam, great game. Like I said, really, really good. I mean, I said it many times now, but it's well-deserved. It blew us all away. Ja, seit langem mich sowieso ein geniales Game gesehen. Ja, ja, das ist wirklich gut. Das war ein super Game. War super. Ja. Ah, Blüm, ich schlaf gut. Gute Nacht.